Und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Bandy and the Ink Machine. Und ich würde sagen, let's go! Let's go! Alter! Let's go! Das ist scheiße. Dear Henry, it seems like a lifetime since we work on a cartoon together. 30 years really slip away, doesn't it? If you're back in town, come visit an old workshop. There's something I need to show you. Your best pal, Joey Drew. Okay. Wir haben an einem Cartoon gearbeitet. Hard work. Work happy. Warum sieht meine Maus noch? So. Kapitel 1. Bewegte Bilder. Schön. Alles klar, Joey. Ich bin hier. Mal sehen, ob wir das finden können, was du mir zeigen wolltest. Entdecke Joeys Geheimnis. Tipp, suche den Workshop. Alles klar. Ja, und das ist, naja, man sieht halt schon, wer hier irgendwie Modell stand letztendlich dafür. The Dancing Demon. Shepard's Song. Also es ist halt auch wahrscheinlich alles so angelegt, so an diese Cartoons der 40er Jahre oder so, ne? Würde ich jetzt mal sagen. So, was haben wir denn? Können wir irgendwas, was ist das hier? Das ist wahrscheinlich Bendy. Bendy ist sowas wie Mickey. Oh, warte mal, hier ist ein Schild. Art Apartment, Ink Machine, Theater und Break Room. Dreams come true. Hm. Okay, gut, dann hier ist der Exit. Ich gehe mal wieder. Können wir den nicht schön einfach öffnen? Nee. Hey, here's my old desk. Oh, warte, ich hab ein bisschen lauter. Wir haben ja eine Stimme dazu. Das ist ja natürlich cool. Hallo? They knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Das sieht mir hier eigentlich aus wie der Workshop, oder? Wo gezeichnet wird? Ist das nicht? Die ganzen Cartoons von damals irgendwie. Also die ganz alten Mickey-Sachen tatsächlich fand ich immer ein bisschen zu... Ja, die waren mir ein bisschen zu creepy tatsächlich. Also die ganz ursprünglichen Zeichnungen so irgendwann später hing natürlich alles irgendwie. Da war das ja sehr kinderfreundlich. Aber am Anfang war das tatsächlich eher unheimlich. So, kann ich mich ducken? Nee, kann ich hier... Warum ist denn eine Klo zugenagelt? Springen mit Späß? Delicious. So, irgendwas sagt mir, dass ich anscheinend noch nicht hier im Workshop bin. So, hier vorne haben wir noch was. Können wir hier irgendwas machen noch? Nee. Aber es ist alles auch so cool, so wie aus einem Karton ausgeschnitten. Und jetzt zeichnet. Das ist eine schön interessante Grafik. Ich finde sowas immer sehr, sehr schön. Mal was anderes. So, dann gehen wir hier mal lang. So, wenn ich jetzt, warte mal, aktuell jetzt hier entdecke Joes Geheimnis, tippe, ja, suche den Workshop. Wir haben den Workshop noch nicht gefunden. Wo ist der Workshop? Grafikstil fällt mir. Okay, und überall läuft hier Tinte durch. Na gut, wir schauen mal. Ah, das ist zu... Die Tintenmaschine. Ist die Tintenmaschine. Schön, wer ist heute mit Abwaschen dran? Mhm, so. Watch your step. Hey! Rübergesprungen. Oh, was? Okay, ich brauche Batterien. Die ich nicht habe, Akkus. Um wahrscheinlich hier diesen Aufzug oder irgendwas zu betätigen. Was haben wir hier? Oh, hallo. Da haben wir schon mal einen gefunden. Das finde ich, habe ich schon mal sehr gut gemacht. Hier ist noch eine. Das war ziemlich schwer, das Rätsel, aber wir haben die Quest gelöst. Ich erwarte eine maximale Belohnung dafür. Okay, lass die Inkmaschine. Die Mucke ist aber heftig dazu, Alter. Oh Gott. Kann ich hier rüberhüpfen? Neues Ziel. Schalte die Tintenmaschine ein. Okay, kann leider nicht über die Brüstung springen.
Schrank, Alter. Schön. Ich mag ja diesen schrulligen Grafikstil, ne? Ich bin da ein ganz großer Fan von. So, aber das Spiel wäre natürlich nicht auf dem Kanal, wenn es jetzt nicht auch eine Gruselkomponente hätte, ne? Oder halt eine Horrorkomponente. Und das darf man jetzt halt nicht vergessen, ne? Also. Oh. Sind wir Henry? Okay, wir haben so Steckkarte erstmal hier in die Steckuhr geballert und. Oh, warte mal, können wir Dart spielen? Oh, achso, nee, er hat es einfach bloß wieder zurückgenommen. Ich dachte jetzt hier dreimal geworfen. Ah, okay. Oh, warte mal, nochmal. Ist schon gleich erstmal bei so einem Scheiß hängen geblieben hier, wisst ihr? Oh, warte mal, war das Triple 1? Kann das sein? Eine 18? Ah, und eine 15. Okay, immer noch. Ich würde ja nochmal immer den Bullseye treffen. Knapp. Na? Ich weiß nicht, ob ich es getroffen habe, aber ich sag mal ja, ich hab's getroffen. Oh, was haben wir hier? Bacon-Suppe. Was? Okay, was? Warum nehme ich Suppe auf? Wozu Suppe? Na? Heißt Suppe Leben? Was ist es? Ja, den Office habe ich da. Bei der Maschine möchte ich nicht die Nadeln sehen. So, okay, hier kommen wir irgendwie nicht durch. Kann ich crouchen? Nee, nichts. Also hier kommen wir noch nicht durch. Okay, dann konnten wir jetzt hier einfach bloß diese Steckkarte quasi benutzen und uns ein bisschen Suppe holen. Schön. So, hier ist Licht an. Jetzt ist Licht aus. Okay. Hallo? Oh, da ist aber ein schönes Büro hier. He set us free. Finde ich gut. Haben wir gleich ein bisschen Musik, das ist schön. Ist so eine Büchse. Wozu sammle ich jetzt hier diese Büchsen? Alles fällt schon auseinander. Das ist ja toll. Oh, was ist das? Oh, Goofy! Oh my God. Joey, what were you doing? Alter, hol ihn raus! Who's laughing now? Oh Gott, Alter. Oh, Knochen? Was ist? Das ist ein Oberschenkelknochen, Alter. Was ist denn da los? Wer ist denn Boris der Wolf? Okay. Oh, krass. Oh. Hallo? Schön hier. Ich habe jetzt schon irgendwie total die Orientierung verloren. So, hier vorne bin ich jetzt gerade nach links gelaufen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich ihn hier rausholen kann, oder? Also, oder warte mal, kann ich die Kerzen ausmachen? Nee. Rad drehen. Ja, irgendwo gibt es wahrscheinlich einen Mechanismus, wie man ihn quasi rausholen kann, wenn er denn überhaupt noch rauszuholen ist. Warte mal, hat der hier was oben? Ist sein Brustkorb offen oder was? Oh, Oma, Mann! Oh, wieso? Oh! Oh, voll gekriegt gerade. Fies! Fieser Jumpscare. Oh, warte mal, hier haben wir noch die Tinte. How do I get this to work? Repariere die Tintenmaschine. Finde und platziere die Objekte. Ah, was, Alter? Okay. Ein Tintenfass, eine Note und eine Puppe. Was haben wir noch? Ein Buch.
Schraubenschlüssel und ein Zahnrad. Wo soll ich denn das jetzt alle bitte finden? Niedrig, size. Okay, der Niedrig ist sehr, sehr downsized hier. Okay, dann lass uns mal ein paar Sachen finden. Ja! Hallo. So, sind die jetzt erst da? Kann das sein? Ist hier noch, nee? Ist da eine Tür? Ist da eine Tür nicht? Eine Filmrolle. Ja, ein toller Laden. Also hier bin ich auch gespannt, was hier für tolle Cartoons wahrscheinlich rauskommen. Die werden die ganz tollen Dinger sein, wahrscheinlich. Überhaupt nicht verstörende Scheiße. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Mutti. Mach mal kurz leise. Bis jetzt verstehe ich Joeys Pläne für seine Firma nicht. Die Animationen werden bestimmt nicht rechtzeitig fertiggestellt. Und ich verstehe nicht, wozu wir diese Maschine brauchen. Sie ist laut und sie ist dreckig. Und wer braucht schon so viel Tinte? Außerdem, und jetzt halte dich fest, verlangte Joey von jedem von uns, dass er etwas von seinem Arbeitsplatz spendet. Lasst uns die Spenden auf diese kleine... Echt jetzt? Echt jetzt? Lasst uns die Spende auf diese kleine Podeste im Pausenraum stellen, um die Götter zu beschwichtigen, sagt Joey, damit die Arbeit gut läuft. Ich glaube, er hat den Verstand verloren. Aber okay, er stellt schließlich den Heilcheck aus. Aber ich sage dir was, wenn noch eine dieser Rohre bricht, bin ich heraus. Okay. Suppe, Suppe, Suppe. Noch mehr Suppe. Wozu brauchen wir diese Suppe? Was gucken wir hier uns hier an? Die stille Ecke? Bist du? I'm out of here. Ja, okay. Scheinbar müssen wir jetzt erstmal den großen Cartoon-Gott besänftigen. Suppe. Was soll ich mit dieser Suppe? Oh, die Puppe. Schön. Okay, cool. Wir haben die Puppe. Müssen wir die jetzt erst zurückbringen? Was ist das hier? Tintendruck. Aha, okay. Gut, hier müssen wir wahrscheinlich nochmal hin. Okay, wir haben 1 von 6. Ambitioniert. Ach, nee, 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 nee. So, dann schauen wir mal weiter. Und runter. Nee, auch nichts. Nikesse. Was ich mich natürlich frage, ob jetzt irgendwo nochmal was erscheint, wo wir jetzt vielleicht schon mal waren. Höp. Oh, ja, tut's. Hier ist nämlich der Zahnrad. Alles klar. Ink. Tja, wozu wurde diese riesengroße Maschine benutzt? Und warum so viel Tinte? Und warum sollen wir alle was Persönliches von unserem Arbeitsplatz mitbringen? Na gut, okay. Ich geh mal hier runter. Mal schauen. Vielleicht finden wir noch was. Hallo? Nischt? Jawohl, The Illusion of Living. Ein Buch. Das brauchten wir auch. Hier kommen wir noch nicht durch. Suchen wir weiter. Kurz mal eine Runde Dart spielen. Das muss da, also die Zeit muss doch drin sein. Jetzt schaffe ich's. Jetzt, pass auf. Oh, fast. Fast. Schade, schade, schade. Irgendwann schaffe ich's. Ja, so ist richtig. Träume groß, Steven. Träume groß. Oh, Schallplatte, Schallplatte. Schön. Büchsensuppe. Wozu auch immer. Die sind alle noch relativ gleich aus. Können wir mal kurz hier bei der Tür nochmal schauen. Niente. So, hier vorne um die Ecke.
No. So, und ist hier irgendwas drin? Ist doch bestimmt auf Toilette. Ist da bestimmt irgendwas, was wir brauchen, hundertprozentig. Aber ansonsten ist hier nichts, ne? Nee. Doch! Die Farbe! Schön. Was fehlt uns denn jetzt noch? Was fehlt uns jetzt? Ich glaube, der Schraubenschlüssel fehlt uns noch, ne? Wo finden wir denn jetzt den Schraubenschlüssel? Und das Schlimme ist, wo finden wir nochmal den Raum, wo der Pausenraum, wo wir das alles hinbringen müssen? Wo ist denn der jetzt schon wieder nochmal? Ah, ey, das ist kein Spiel für so einen Orientierungshirni wie mich. Dreh mich 8-mal im Kreis, bevor ich feststelle, ey, ist ja da immer noch der gleiche Raum. Ein Ding. So. Okay, hier war Dart spielen. Hier war das Ding. Palüm, palüm. Onkel Tom, grüß dich. Mein Badewannenkumpel. Hi. wir haben gestern übrigens bei Martin ein sehr, sehr cooles Game gezockt zusammen irgendwie, wo du die, Dave, Alter, wo du das Publikum richtig schön mit einbeziehen kannst. Und das war auch so horrorlastig. Ich fand's richtig geil, irgendwie. Ich hab's tatsächlich an der Wanne gezockt und wie sich rausstellte, Onkel Tom auch. So. Ah, hier ist der Pausenraum. So, warte mal, stellen wir das erstmal hin. Weil das Buch haben wir. Sehr schön. Wir haben das Zahnrad. Verlump. So, ist es. Team Quietscheentchen. Genau. Die Note, das ist die Schallplatte und der Schraubenschlüssel. Uns fehlt noch der Schraubenschlüssel. Wo finden wir Schraubenschlüssel? Wo ist Schraubenschlüssel? Ich mach nochmal zurück. Theoretisch würde ich ja eher denken, irgendwie, dass ein Schraubenschlüssel irgendwo ist, wo Zahnräder, Maschinen, irgendetwas in der Richtung steht. Aber ich glaube, so einfach werden sie es uns nicht machen. Die Pflanze hier irgendwo, was ist das für ein Quatsch? Ach, Boris, du arme Sau. Haben sie echt fertig gemacht. Muss schon wieder weg. Ah, schade. Tschö, Onkel Tom. Aber schön, dass du reingekickt hast. Mach's gut, ich wünsche dir einen schönen Abend. Schraubenschlüssel. Wo hast du dich versteckt? Werde wahrscheinlich auch immer und immer wieder an denselben Türen rütteln. Was? Bei ihm waren gerade einer auf der Brust. Wo? Was? Bei Boris oder was? Da schauen wir nochmal. Ja! Okay, Jojo! Super! Ey, ich hab's nicht gesehen. Schönes Ding. Vielen Dank. Guter Tipp. So. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Ja, then I can start up the main power. Stelle den Tintendruck wieder her. Aha. Und wo? Willst du was drehen? So nah, na, Hebel, warte mal, das ist ein Stromzeichen, da wird es also nicht sein. Dann müssen wir jetzt also irgendwo Stellrädchen dafür finden. Wahrscheinlich. Da waren wir vorhin. Tja, wenn du mir noch jetzt sagen kannst, wo du war, Jojo, dann bin ich dir sehr dankbar. So, hier wird es wahrscheinlich nicht sein. Hast du so der Tintendruck? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Das ist das Problem. Wie gesagt, ich verliere sehr schnell die Orientierung, wenn ich hier irgendwelche markanten Punkte nicht habe, an denen ich mich orientieren kann. Komm irgendwo nicht rein. So, wo war der Knetsch? So, also ein Spiel, was eigentlich wahrscheinlich so in 4 Stunden durch wäre, brauche ich einfach mal 16 für, weil ich mich ständig verlaufe. Das ist... I'm so sorry. Ja, hier hinten war es nicht. Muss, glaube ich, hier irgendwo gewesen sein.
Sieht irgendwie alles so nach Oldschool-Disney aus. Ja, ja, ja. Wir sind quasi bei einem Cartoon-Zeichner und sind wahrscheinlich auch selber Cartoon-Zeichner. Und müssen hier irgendeinem Mysterium. Nee, hier ist Boris. Irgendein Mysterium nachgehen. Wir haben einen Brief bekommen oder eine Nachricht von unserem alten Kollegen, dass wir herkommen sollen. Hätten wir wohl nicht gemacht irgendwie, weil irgendwas ist komisch hier. Ha! Ha! Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ha! Unangenehm. Wirklich. Muss doch nicht sein. Ja, ein toller Cartoon, den sie da machen. Okay. Tintendruck. Da, Mann. Wow, okay, okay, okay. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Stelle die Tintenmaschine ein. Schalte, meine ich. Okay, dann machen wir das. Obwohl ich das nicht möchte. Oh, das war ja wirklich fies da mit dem, wa? Mann, 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 Mann. Was laufe ich denn hier für eine Scheiße zusammen? Ich hätte doch bloß einfach jetzt hier gerade auslaufen können, wa? Ja, genau. Bereit, alles klar. Dann lass uns mal die Tintenmaschine aktivieren. Laufend. Ich finde es immer unheimlich. Und Licht ist weg. Schön. Ich finde es immer total komisch, Maschinen zu aktivieren, wo du nicht weißt, was eigentlich passiert. Oh, no, no, no. Oh Gott. Und nun? Schalte die Tintenmaschine ein. Ach so. Oh Gott. Oder was da? Hier hinten war, kann das sein? Ja, ich glaube hier. Oder auch nicht? Oh Mann. Verdammt. Das ist eine Scheiße. Ey. Siehst du, jetzt wünsche ich mir so ein Ding von Dead Space, irgendwie so ein Laser, der auf den Boden geworfen wird, der mir einfach zeigt, wo ich hin muss. Das wäre doch schön. Das wäre doch einfach schön. Warte mal, da ist Boris. Hier lang vielleicht? Das klingt doch alles so fies hier, ey. Nee, hier komm ich her. Oh Gott, oh Gott. Leute, ich kann mich jetzt nur dafür entschuldigen. Es wird. So, links hier zu Boris. Und hier jetzt noch zum Pausenraum, genau. Wow, falsch. Sag mal, was ist diese beknackte Maschine? Muss ich jetzt wirklich bis zum vorderen Raum wieder zurück? Ja, da beneide ich Benny auf jeden Fall jetzt nicht darum, das Video schneiden zu dürfen. Naja. Tintenmaschine, da wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Da oben steht's ja. Ja, ich komm nicht hin. Na nö. Ha! Okay, 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 laufen. Das ist ja ein Komma aus dem Workshop. Wohin? Lauf doch! Lauf! So! Mach hin, mach hin, mach hin! Wohin? Da! Ausgang! 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 Ja, lass die Tinte abfließen. Oma! Mann, nicht bitte! Oh. Es ist dunkel, kalt und hinter diesen Wänden gefangen jeder. An manchen Orten, ich schwöre es, reicht diese gottvergessene Tinte bis hinauf zu den Knien. Wer auch immer dachte, dass diese popeligen Rohre diese Art von Belastung standhalten können, hat entweder keinen blassen Schimmer von Druck oder er ist ein Idiot. Aber das Schlimmste überhaupt.
sind die Geräusche, die das System erzeugt. Wie ein sterbender Hund, der sich kaum noch auf die Beine halten kann. Verstehe mich nicht falsch, aber dieser Ort, diese Maschine, zum Teufel, dieses ganze verdammte Ding, das ist einfach nicht natürlich. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich keine weiteren Reparaturarbeiten für Herrn Joey Dew durchführen werde. Ich finde es ziemlich blöd, dass der mir das auf Englisch vorliest irgendwie und danach einfach aus. Und macht das weg. Das ist ein bisschen doof. Bin ich dagegen. So, schön. Na, dann sind wir jetzt also im Keller. Ach, Danger. Schön. So, warum muss man jetzt bitte an einem Ort, wo Comics gezeichnet werden, dieses Bild aufhängen? Weil hier die Tintenmaschine ist? Oh, shit. So, dann lassen wir hier mal die Tinte ab. Oh, Mann, 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 Mann. Also, wie gesagt, trotz laxiem Comic-Stil, ich find's schon beängstigend, das Spiel. Kann man nicht anders sagen. Okay. Da haben wir das nächste Rad. Und damit haben wir jetzt hoffentlich erstmal die komplette Tinte abgelassen. Räume einen neuen Weg frei. Eine Axt könnte nützlich sein. The Creator lied to us. This will definitely come in handy. Angreifen. Na, das ist ja toll. Okay. Ah, diese Bretter. Nimmt. Ja, hier. Kostet den Stahl. Eine Axt. So, schön durchgehackt. So muss das sein. Der kleine Holzmacher. So, heißt aber auch, dass wir uns. Ah, nö. Ma. Ma. Oh, nee, bitte nicht. I got a bad feeling about this. Ja, das lief nicht so gut. Weiß nicht. Oder mein Herz. Sorry, Mutti. Kapitel 2, das alte Lied. Egal, was, schnapp dir die Axt, Junge. Schnapp dir die Axt. Sind wir hier auf irgendeinem komischen Ritualzeichen eingeschlafen? Press on. See if I can find a way out. Na, finde einen neuen Ausgang. Die Axt könnte nützlich sein. Alles klar. Haben wir ja bei. Dann lass uns mal einen Ausgang finden. Gibt's hier noch eine Tür? Ist hier in der Kiste irgendwas? Achso, meine in dem Sarg. Nee. So, hier kommen wir nicht raus, weil Tinte. Ach, oh, also für so ein Spiel halt mich schon zweimal richtig ordentlich erschrocken. Ja. Das ist schon mehr als andere Spiele sagen können, von sich behaupten können. He will set us free. Das ist ja super. How did this place get so big? Ja, das halt mich auch. Finden sich aus Kasten einschlagen. Gute Idee. Nicht. So, hier ist ein Opferaltar für Bendy. Was wurde hier geopfert? Obst. Oh. Oh, schön. Schön. Excuse me, can you help me? Hello? Hallo, Sir? Where the hell did he go? Wozu denn? Ist das. Kriegt davon Leben wieder? Habe ich irgendwo Leben? Sammelt das jetzt nicht alles auf. Oh. Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then okay. Maybe I can open it. Alles klar, wir sollen ein paar Schalter suchen. Ah, kein Problem. Warte mal, ich hab davon auf so einen Sicherungskasten eingehackt. Die probieren wir mal. Sonst einen Schalter habe ich jetzt eigentlich gar nicht gesehen. Nur kleine Stromkästen. Der hier zum Beispiel? Ja, super. Okay, ein Schalter. Haben wir noch irgendwo? Hat er? Ja, hat er. Oh. He appears from the shadow.
Er tritt aus dem Schatten hervor, um mich mit seinem süßen Segen zu beschenken. Die Figur aus Tinte strahlt in der Dunkelheit. Ich sehe dich, mein Retter. Ich bitte dich, mir zuzuhören. Diese alten Lieder, ich singe sie noch immer. Denn ich weiß, dass du kommen wirst, um mich zu retten. Und ich werde in deine letzten liebevollen Umarmung hineingezogen werden. Doch die Liebe erfordert Opfer. Kann ich einen Namen bekommen? Verrückt! Und Banjo. Schön. So, wo ist der letzte Schalter? Das waren ja drei Lampen, also ich mal von aus, dass ich drei Elektrokästen irgendwie aktivieren muss. Aber wo ist der dritte? Wo ist der dritte? Er trat aus dem Schatten hervor, mich mit seinem... Klingt falsch. Ja, das ist... Ja, Dave, da bin ich ganz bei dir. Das klingt befremdlich, tatsächlich. Und ein Mann sollte das nicht zu einem anderen Mann so sagen sollen. Aber... Egal. So. Wo ist jetzt der dritte Kasten oder reichen zwei? Nö. Nö. So, das waren bestimmt die stützenden Balken für die Decke. Einfach weggehauen. Einfach... Ach. Ihr Schweine. Öffne das Tor. Na dann. Open the gate. Ja, überhaupt nicht sinister wirkend. Was? Hab's doch grad hecheln hören. So. It's really dark in here. Das Musikdepartment. Oh yeah. Zuallererst installiert Joey diese Tintenmaschine über unsere Köpfe. Dann beginnen sie auszulaufen. Dreimal im letzten Monat konnten wir nicht einmal unsere Abteilung verlassen, weil die Tinte das Treppenhaus überschwemmt hatte. Joeys Lösung? Meine Tintenpumpe, um sie regelmäßig zu entleeren. Jetzt habe ich diesen hässlichen Pumpenschalter direkt an meinem Büro. Menschen kommen und gehen den ganzen Tag lang. Vielen Dank, Joey. Genau das, was ich gebraucht habe. Noch mehr Ablenkung. Diese dummen Cartoon-Songs schreiben sich nicht von alleine, weißt du? Okay. Oh, das ist aber auch wirklich, also... Stimmungstechnisch? Ist das, das ist schon gut. Es ist schon gut. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Treppe. Looks like the stairwell is flooded. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. Lege das Treppenhaus trocken. Finde die Pumpensteuerung. Tja, das hat nichts bewirkt. Böse. Was haben wir noch? Hier ist zu. Wie sieht es denn hier oben aus? Sehen wir nochmal. Oh, okay. Die Studioaufnahmen. Schön. Jeden Tag passieren die gleich merkwürdigen Sachen. Ich bin in meiner Kabine, die Band beginnt zu proben und plötzlich kommt Sammy Lawrence herein und beendet das Ganze. Und weist uns alle an, in die Halle zu warten. Dann höre ich ihn. Er startet mein Projektor und... rast mit dem Projektorkabine nach unten zum Aufnahmestudio, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Ein paar Sekunden später schaltet sich der Projektor aus, aber Sammy kommt eine Zeit lang nicht heraus. Dieser Mann ist seltsam, verrückt und seltsam. Auf der einen Seite habe ich große Lust dazu, mit Herrn Drew über all das zu reden. Auf der anderen Seite aber muss ich zugeben, dass Herr Drew seine eigenen Besonderheiten aufweist. Tja, okay. So, with Alice Angel. She sings, she dances. Ach, ey. Oh! 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 Okay. Ja. Sind wir tot?
Sind wir im Tintenhimmel? Scheiße. Achso, ach, wir müssen mal laufen hier. Sieh ins Licht! Was ist, wenn ich mich... Nee, kann mich nicht umdrehen. Sieh ins Licht! Interessant. Interessant. Hättest du mal nicht die ganze Suppe gegessen. Ja, guck mal, Dave. Ne? Hallo. Hier ist noch eine ganze Menge Miracoli. So, pass auf. Hier vorne war das, wa? Muss man aber auch erstmal merken, irgendwie, dass das jetzt hier irgendwelche Gegner sind. Sieht fies aus da vorne. War nochmal hier ist Aufnahme. Hier waren wir doch auch noch nicht, oder? Krankenstation? Ach, hör auf. Ist ja komplett voll hier, Alter. Ach, und alle offen. Schön. Was? Oh, ist das fies. Irgendjemand hat die Musik nachgesungen. Oh. Also die Melodie, nicht die Musik. Suppe. Schön. Ah, schön, schön, schön. Nimmst auch ein schönes Shirt davon. Von diversen Gesichtern. Angry, sad, happy. Samuel Lawrence. Direktor der Musikabteilung. Okay, warte mal, hier werde ich wahrscheinlich so nicht hinkommen, oder? Doch. Neulich holte ich mein Kerblech aus dem Flurschrank und rate mal was. Ich habe meine verdammten Schlüssel nicht mehr finden konnte. Es ist, als ob sie sich in Luft ausgelöst hätten oder so. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie in eine der Mülltonnen gefallen sind, als ich letzte Woche meine Runde gedreht habe. Ich hoffe nur, dass niemand Sammy erzählen wird, denn... Denn wenn er herausfindet, dass ich meine Schlüssel schon wieder verloren habe, bin ich heraus. Ja, das ist, ne? Schlüssel verlieren ist immer eine blöde Sache. Was ist das? Speicher-IQ? Ich glaube ja, ne? Speichern. I'm out of here. Kerze kann ich nicht nehmen. Also wir müssen irgendwie... Ich würde mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt eventuell in die Tonaufnahmen reinkomme. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, oh. Okay. Aufnahme? Ich mag zwar erst meinen zweiten Monat bei Joe Drew arbeiten, aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich es liebe, hier zu sein. Die Leute scheinen meine Alice Angel Stimme wirklich zu mögen. Sammy sagt, dass sie eines Tages genauso berühmt wie Bandys Stimme sein könnte. In den letzten paar Wochen habe ich alles vertont, von sprechenden Stühlen bis hin zu tanzenden Hühnern. Aber das ist der erste Charakter, mit dem ich mich wirklich verbunden fühlte. Als ob sie ein Teil von mir wäre. Alice und ich gehen gemeinsame Wege. Aha. So, und? Ein bisschen am Kontrabass zupfen. Oh, cool. Haukenschlag. Tja, und nun? So, Tür ist zu. Sollen wir irgendwelche bestimmten Instrumente spielen? So, haben wir das? The lighter side of hell. Schön, die helle Seite der Hölle. Schön. Haben wir noch was? Habe ich jetzt irgendein Instrument hier übersehen? Klanghölzer, Triangel. Irgendein Furz. Sieht nicht so aus, wa? Konnten wir oben irgendwas abspielen im Regieraum? Oh, ist jetzt Benny, ja? Schön.
don't know. Was soll man denn jetzt tun hier? Irgendwas kann man nichts machen. Ich würde, glaube ich, nochmal in den Regieraum hochgehen wollen. Ich hoffe, dass die Klumpatsche jetzt hier liegen bleiben. Hier kurz nochmal reinschauen. Ah, oh, aha, schau mal, schau. Schau, schau, dich schon. Hoppala. Ich wollte doch nichts kaputt machen. Okay, delicious bacon soup. Und hier ist auch zu. Ich bin ein bisschen, frage mich schon, was mir das Spiel an manchen Stellen so sagen will jetzt. Schlüssel, hallo Schlüssel. Oh, okay. Ja klar, wir müssen ja den Film vertonen. Okay, gut, dann. Benny steht jetzt da unten, wie schön. Okay, die bleiben alle entspannt, sehr schön. Na dann. So mal. War das falsch? War das jetzt schlicht und ergreifend falsch? Ich glaube ja. Ich glaube, das war nicht das richtige Instrument, was wir jetzt anspielen sollten. Okay, wir machen mal den Projektor nochmal an und dann probieren wir mal einfach mal vielleicht das Klavier aus. Tatsächlich ist der Klavier auch eher so ein klassisches Instrument, was man dabei so klimpern hören würde. So. Ah! Was? Wieso? Auch nicht! Why? 30 Tage später. Oder darf ich ein Instrument nur einmal anspielen? Und das muss in einer gewissen Reihenfolge passieren. Also irgendwie eben mal Banjo, danach Geige, danach Klavier, danach Pauke oder was? So ein Tipp wäre geil. Würde ich ja gut finden. So, okay. Was sehen wir? Friedhofsszene, einer rennt weg. Viele verstecken sich am Grabstein, wechseln sie sich dabei ab. Machen wir mal. Okay, also. Oder geht's nach einer gewissen Zeit aus? Sollte er nicht von alleine ausgehen, würde ich tatsächlich mal die Reihenfolge der Instrumente probieren. Wir haben mit dem Kontrabass angefangen. Pauke, Banjo und erst bei der Geige ist es ausgegangen. Den würde ich... Aha, ey, von alleine aus. Okay, dann würde ich es probieren, dass ich jetzt erstmal den anmache, runterrenne und alle Instrumente mal immer anspiele. Bevor er ausgeht. Vielleicht ist das wie eine Art Timer. Und auch nur, weil ich hier mich gerade an Strohhalmen mal klammere. Nee, bei dem dritten Instrument ist es ausgegangen. Ich hätte jetzt ansonsten noch Klavier gehabt. Aber das ist so beim Klavier ausgegangen, oder? Ah, Mann, ich graf's nicht. Also, in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Reihenfolge. Holy moly, ey. So, okay, also, was wir ja noch haben, wir haben noch einen Schlüssel. Halt im Menü? Wallys Wandschrank. Was ist denn der Wandschrank von Wally? Inventar haben wir nicht. Okay. Nee. Gut, vielleicht finden wir noch irgendwas ganz wichtig. Die Noten oder so. Wahrscheinlich müssen wir erstmal die Noten finden. In Wallys Wandschrank.
Hm. Aber wo zur Hölle ist jetzt wieder Wallys Wandschrank? Ach, macht mich fertig. Jeder künstliche Mensch braucht einen Zufluchtsort. Joe, künstlerischer. Joey Drew hat seinen und ich habe meinen. Um ihn zu betreten zu können, musst du nur mein Lieblingslied kennen. Die Geige spielt mit durchdringender Stimme, die Geige kreischt erneut, der Kontrabass spielt tiefe Töne, Klavier klingt sanft. Aha, singe mein Lied und mein Heiligtum wird sich öffnen. Na, alles klar. Okay, also, Geige, Geige, Kontrabass, Klavier. Hätten wir ja gleich drauf kommen können. Also, Geige, Geige, Kontrabass, Klavier. Und das wahrscheinlich alles in der Zeit, wo das Ding läuft. Eis WLAN ist echt doof. Ja, wie schön. Wie schön da unten. So. So, also. Geige, Geige, Kontrabass, Klavier. Ah, now we open the gate to Moria. Mello! Kontrabass ist so ein geiles Instrument. Steg drauf. Fluss! Sing a happy song, whistle a merry tune, wait for his arrival, he's coming very soon. Das ist ein schönes Lied. Ein nach unten. Finde das zweite Ventil. Ah, okay, alles klar. Gut, vielleicht hat sich jetzt irgendwo ein Niveau abgesenkt und wir kommen dahin. Ne, Mann! Oh, zum Penner. Mann. Nice, Mann! Nee, nee! Ja, verschwindet! Haut ab! Geht weg! Stirb! Stirb! Tinte! Tintenmann! Okay. Grill. Kommt noch einer. Nimm da. Ne. Sehr gut. Gott sei Dank habe ich von die legendäre Axt gefunden. Okay, kommt noch einer. Jawohl. Ah, bin ich skeptisch. So, warte mal, kommen wir da vorne? Da hat es aufgehört zu sprudeln. Nee, ist immer noch schade. Ich dachte, jetzt kommen wir hier vielleicht drin. Kommen wir hier drin? Oh ja, hier kommen wir jetzt drin. Notice! And one found faking illness will be docked a few week wake. What? Not sick, not paid. Oh, das ist doch sehr arbeitnehmerfreundlich. Oh, überall sind so eine komischen Dinger. Oh no, 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 no. Da hinten ist der letzte Schalter. Oh no, there's no valve. Where did it go? Ach komm, echt jetzt? So, irgendwas hat sich aktiviert. Ich weiß nicht was. So, schauen wir mal hier unten. Vielleicht. Down we all sinners. Ach, schön, schön. Was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Soll ich? Ah, der hat auch. Ah, er hat auch den Draht. Wir müssen töten. Oh! Verrecke, verrecke, verrecke! Ich meine, jetzt ist halt ein Stück Tinte. Was soll jetzt passieren? Go Sheep, we'll come to slaughter. Ja, genau, schön. Wie das Schaf zur Schlachtbank. Bonjour. Müsst ihr hier rausspringen? Dankeschön. So, mit den Rekordern nervt mich tatsächlich ein bisschen irgendwie, dass man, also ich finde es extrem schwierig, ne, wenn dir eine andere Stimme was vorliest, darüber sauber lesen zu können irgendwie, laut irgendwie. Ich merke immer wieder, dass ich dann kleben bleibe
Und da setzt tatsächlich mein Multitasking aus. Da endet's. Aber ich probiere alles für euch. Ich liebe diese Stelle, doch in dieser geschäftigen Zeit ist es schwer, sie zu finden. Und ja, sicherlich kann es auch unten zum Himmel, hier unten zum Himmel stinken. Aber es ist genau das Richtige für einen alten Komponisten wie mich. Sammys Lieder hatten immer einen gewissen Schwung. Aber wenn ich nicht die Zeit von Zeit zu Zeit etwas täte, würde mir keine passenden Liedtexte mehr einfallen. Und dann kommt das noch mit dazu immer. Also werde ich meine Gedanken immer frei für Musik und meine Nase geschlossen halten. Schön. Ja, jeder halt soll er in seiner Ecke sein, um zu musizieren, ne? Um kreativ zu sein. Hey Kumpel! Oh shit. Wirkt so ein bisschen Bossfight-mäßig, finde ich irgendwie. Wirkt Bossfight-mäßig. Leute, wir brauchen den Clubsong. Aus Respekt für Benny brauchen wir jetzt den Clubsong, wenn es jetzt hier ein Bossfight wird. Also, Jojo 257, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Jojo, droppe den Clubsong. Ah! Ah! Da ist er. Was, aber haut doch mal ab. Was soll ich tun? Warte mal, lass mal hier die... Will mich verarschen? Ich muss ihn irgendwie fangen. Da ist er! Okay, irgendwas... Vielen Dank erstmal, Jojo. Irgendwas müssen wir wahrscheinlich hier mit diesen Generatoren machen. Wahrscheinlich sind es Pumpen oder irgendwas. Irgendwie müssen wir ihn stunnen, damit er halt nicht weg kann. Ah, alles klar. Gut. Wir müssen ihn da runterlocken unter die Europalette. So, hin da mit dir. Oh yeah. Passt das? Ich glaube, das passt. Ist hier vorne. Bleib genau da, mein Kleiner. Schade, hat nicht gepasst. Ist doof. Hätte ja sein können. Das ist gut. Der sitzt gut. Plätsch, Plätsch. Jawohl, wir haben ihn. Sorry, I had to do that. Nice hat, though. So, na bitte, läuft er hier wie geschnitten Brot hier mit den Oberbossen. Und Ali Hepp. Stufensteigen ist tatsächlich nicht so seins. Aber wir haben ein Draht. Sehr schön. Immerhin. Gibt's denn hier vorne eigentlich noch irgendwas? Nee, hier ist einfach nur bodenlose, alles verschlingende Schwärze. Da gehen wir nicht hin. Gehen wir weiter. Ist hier was drin? Nein. Genau, hier muss der Draht hin. Aber die linke Maustaste drücke. Okay, that should do it. Das sollte es tun. Kehre zu Sammys Büro zurück. Okay, dann machen wir das mal. Maybe it's open. Now. Da. Und ja, okay, das Öl ist weg. Das haben wir schon, oder die Tinte, das haben wir schon gelesen. Die Pumpensteuerung ist hier. Wunderbar. Ziehen wir doch mal dran. Nimm die Treppe. Was? Okay, gut. Jetzt mal die Stempel. Jetzt mal Stempel nähen. Okay, die Treppe war da hinten, ne? Was? Nu? Ich hab mal Kopf gestoßen. Was war denn jetzt so? Ist er? There we go now, nice and tight. Ist Sammy? We wouldn't want our sheep roaming away now, would we?
No, we wouldn't. I must admit, I am honored you came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. But the believers must honor their savior. I must have him notice me. Wait, you look familiar to me. That face. Not now, for our Lord is calling to us, my little sheep. The time of sacrifice is at hand. And then I will finally be freed from this prison, this inky, dark abyss I call a body. Shh. Quiet. Listen. I can hear him crawling above, crawling. Let us begin. The ritual must be completed. Soon he will hear me. He will set us free. Wer denn? Wer soll hier kommen? Warum? Oh nein, kommen da jetzt welche? Ich muss mich befreien. Ich will meine Axt haben, wenn... Hier ist meine Axt. Na, das ist ja schön. So, ihr schwarzseligen Ungeheuer. Da! Spaltet eure Tintenköpfe. Und fort. Und nun, Holz, weiche. Aber hurtig. So, haben wir hier noch was Schönes? Darf ich hier mal kurz gucken, was hier ist? Ah ja, schön. So, wir sind jetzt also dem Tintendämon entwischt. Das ist ja schön. Und der scheint auch Besitz von Sammy Lawrence zu haben. Ist jetzt meine Axt kaputt, Jan? Nein, meine Axt ist kaputt, Jan. Echt, nutzt sie sich ab? Nein! Nein! Da, lauf, lauf, Junge, lauf! Oh. Nein, 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 ich bin am Arsch. Na, so Mist, ey. Ja, plötzlich keine Axt mehr, das ist doch Käse. Warum bin ich hier? Kann ich jetzt einfach raus? Hab ich denn das Schlimmste hinter mir? Oder muss ich jetzt hier... Oh, nee, anscheinend noch nicht. Wir suchen den Ausgang. Ausgang. Wo ist er? Wo könnte er sein? Diese Tür vielleicht? Ja, sie ist es. Lift. Oh, no. Hello? Someone there? Strap. I know you're in here. Come out and show yourself. Ja, das war eine mega entspannte Stimme, so, come out, enjoy yourself. Ah, Boris! Boris, die Klinge. Boris? Doch mal Goofy, ey. Kapitel 3. Aufstieg und Fall. Ja. Jetzt muss ich mal tatsächlich überlegen, ist Goofy ebenfalls ein Hund oder ein Wolf? Ist doch eigentlich ein Hund, ne? Oder?
besorgt mir meine Hose zum Drücken. Wunderbar. Schön. So, was haben wir noch hier? Ah ja, der Abwasch, der ist mal wieder nicht gemacht worden. Wer ist, welche Thema Küchendienst? Ah ja, das ist, ach, Unisex-Klo ist immer dasselbe. Mann, 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 die sehen ja aber auch aus, so. Pfui, der Himmel. Ekelhaft. So, komm mal her. Ach, das ist deine gemütliche Butze hier, ja? Schön, schön, schön. Sonst vielleicht mal ein bisschen Chlorex in dein Klo machen. Aber komm, andere Geschichte. Schon ein bisschen unheimlich, der Typ. Ja, er ist definitiv unheimlich. I'm not getting out of here that easy. Need to open the door, but the lever is missing. Boris probably has it. Boris? Wo ist der Türhebel? Hey buddy, you seen that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. Finde Suppe für Boris. Finde 3 Suppendosen. Boris. Warum nur? Ich will ein Essen suchen. Bin dagegen. So, Nummer 2. Die Buchse. Die Buchse. Wie schön. So, lass mich... Ah, nee, schade. So, komm, hier ist da bestimmt irgendwo eine Tütensuppe versteckt. Wo, der hier vorne irgendwo? Nee? So, dieser Oberschenkelknochen. Oh, hier. Ah. Ist das eine Melone? So, bereite eine Suppe. Ich soll jetzt für ihn kochen. Gar kein Problem. Kochen wir also für den Psycho da vorne. Hm? Ob wir uns mal verfolgen im Kopf. Schön. So, Suppe kocht. Bitte, schön. Hier hast du einen Teller. Here you go. Hau rein. Dankeschön. Verlasse den geheimen Unterschlupf. Verwende den Hebel. Mach's gut, Boris. Lass dir die Suppe schmecken. Let's see what's out there. Don't wander off. Ich glaube nicht, dass der irgendwie weggeht. Oh, very scary. Ich bin wirklich erschreckt. Was? Oh nein, ich hab Spinte. Ah, Mutti, hast du gesehen? Ich hab Spinte. Oh nein! Aber was für welche, Alter? Ach, die Little Mirage Station. Oh je. Looks like it's really dark up ahead. Let's find some light. Betritt die Dunkelheit. Finde eine Taschenlampe. Das ist ja toll. Betrete die Dunkelheit. Er macht's nicht. Wir müssen also erst wirklich eine Taschenlampe finden. Nehmen wir die. Gott. Funzel des Todes, ey. Don't be scared, Boris. Keep the light near you so you don't get lost. Ja, Mann! Mann, was soll das? Man sollte doch meinen, dass ich knapp nach 3 Jahren Benny und Steve langsam mal ein bisschen hartgesottener wäre irgendwie und das ein bisschen entspannter wegstecken könnte. Aber nein! Du musst doch so dummer Goofy vor mir laufen und Steve. Oh, oben macht. 10 Minuten später, was passiert? So, Boris. Führ mich mal raus hier. Wir haben ja nichts gehört. Wir waren nichts. Mhm. So die Comic-Version von The Bunker hier. Aha, oh, guck mal. Nee. Hier, komm. You got any ideas, Boris? Rede mit Boris. Schön. Kann jetzt keine Taschenlampe mehr? Krautschen? Hallo? Kumpel? Achso, er macht mir wahrscheinlich die Tür auf.
Hoffe ich. Hoffentlich. Das sieht gut aus. Keine Ahnung, ob es der Fall ist. Aber wir gehen einfach hin. So, links oder rechts? Dann gehen wir nach rechts. Heavenly Toys. Oh je, Alter. Wow. I don't remember any of this. Das ist ein Flugzeug hier oben. Zeig mal erstmal. Versteck ich mich erstmal. So, mit der Axt, muss ich sagen, hat mich wesentlich sicherer gefühlt. Who's pfeifing sehr? So, machen wir kurz erstmal Steckkarte. You better get overtime for this. Oh, hier ist der Merchandise-Shop. Gibt's die ganzen Actionfiguren für 600 Euro. Why is there always something blocking the door? Gotta be a way through. Repariere die Spielzeugmaschine. Stelle den Power-Schalter wieder her. Ja. Das sagst du jetzt so einfach. Die Frage ist, wo ist der Power-Schalter? Hier hinter. Wie komme ich denn da ran? Okay, irgendwie müssen wir anscheinend hier hoch. Nee. Gibt es hier einen Schalter? Wir müssen irgendwie die Schränke da wegbekommen. Okay, wie kommen wir da ran? Wie kommen wir da ran? Das sieht doch noch nach einem Hebel hier aus. Aber er benutzt ihn nicht, oder wie? Wieso? Okay, vielleicht müssen wir erstmal woanders irgendwie schauen. Aber so viele Möglichkeiten haben wir eigentlich nicht, wa? Oder? So viele Möglichkeiten haben wir nicht. Okay, ich gehe mal hier kurz nochmal zurück. Und versuche mal gerade zu rekapitulieren. Nee, es gab auch nichts anderes, ne? Es gab, genau. Das, ja, das ist alles. Wir können uns woanders hin. Also muss die Lösung dort oben sein. Das weiß ich ganz genau. Nicht. So, können wir hier irgendwas machen. Irgendwas Schreckliches. Irgendwie. Für die Kofi-Figur schon ganz geil, die Boris-Figur hier. Vielleicht auch eher ein klein. Okay, gut. Wir gehen mal nochmal in den Raum. Oh, warte mal, hier ist ein Hebel. Jawohl. Repariere die Spielzeugmaschine. Ach, überall Teile hier drin. Kann's ja nicht laufen. So, das läuft, das läuft. Was ist denn hier drüben? Ach, überall klemmt hier Spielzeug. Na, sage mal. Da muss man mal die Qualitätskontrolle nochmal rüberschauen. Das geht ja wohl so nicht. Immer noch nicht. Oh, hier klemmt immer noch irgendwo. Ach, hier unten. Natürlich, ein Puppenbein. Schalte die Spielzeugmaschine ein. Jawoll. So. Eine seltene Sammelfigur. Ey, nischt echt hier wirklich nur der Kassettenrekorder? Oh, come on. Das ist nicht fair. Ich weiß nicht, was das große Problem ist. Was ist, wenn ich einige dieser Bandy-Puppen ein schiefes Lächeln aufmale? Ist sicher kein Grund für Herrn Drew, mich abzuweisen. Und wenn er wirklich hilfsbereit sein will, könnte er mir sagen, was ich mit dem Lager, das ich mit diesen Engelsdings da gefüllt habe, machen soll. Von diesem Dreck lässt sich kein einzelnes Stück verkaufen. Wahrscheinlich. Was machst du an? Wahrscheinlich würde ich alles einschmelzen müssen, um es loszuwerden. Tja. Okay, gut, jetzt haben wir halt die Spielzeugmaschine, wie er sie macht. Und was jetzt? Was nun?
Achso, eigentlich dürfen wir uns ja nicht sehen. Das ist ja einfach nur ein Brunnen hier oder was, wa? Was haben wir jetzt damit gekonnt? Back to the old grind. Ach, warte mal, vielleicht andere Richtung? Aha! Ne, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Sehr gut. Okay, die Tür liegt frei. She's quite a girl. Mhm. Oh Gott! Ach, willkommen zurück, Onkel Tom. A new fly in my endless web. Come along now. Let's see if you're worthy to walk with angels. Finde einen neuen Aushang. Ich finde es grenzwertig, wenn sich Frauen Engel nennen. Meistens so eine Kombination so böser Engel oder so was. Immer ein bisschen. Kommen wir immer ein bisschen zum Schmunzeln irgendwie bei sowas. So, schauen wir mal weiter. Jetzt suchen wir. Ach du Scheiße. Okay, lieber Chat. Jetzt ist Interaktion gefragt. Gehen wir rechts lang zu The Angel oder links zu The Demon? Angel. Okay. Gut, ich sehe hier eine eindeutige Tendenz. Gehen wir zur Angel. In der Hoffnung, dreams come true. Es fühlt sich an, als ob alles auseinanderfällt. Als ich heute das Aufnahmestudio betrat, war Sammy mit dieser Allison fort. Anscheinend habe ich das Memo nicht erhalten. Alice Angel wird von Miss Allison Pendel vertont. Ein Teil von mir starb, als er das sagte. Es muss einen Weg geben, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Tja, oh je, ich glaube da, oh je, ja, das ist, ja, das hat, glaube ich, nicht so funktioniert. Hallo, Miss Angel? Sind Sie hier irgendwo? Hallo? Ach, giftige Dämpfe, egal. Da soll sich doch bitte mal der Hausmeister drum kümmern. Wir haben hier schließlich eine Mission. Mann! Wieso? Ach! Hä? Was hat er da? Boris? Oh, you scare me to death. Don't suppose you found anything we can use to protect ourselves with. Bewaffne dich! Ja, dann gib mal her. Schön. Oh. Hoppala, ich meine. Sorry, Kumpel. Stehst noch rum hier. Verpiss sie. Ja, ich bin schön. Und da freut mich, dass wir Engel genommen haben. Oh Gott. Ist hier voll sein Store. Überall sind hier seine Puppen, ey. Warte mal, geh mal lieber kurz woanders hin. Okay, vielleicht. Ich hab doch kein Collectibles oder irgend sowas, wa? Also bis jetzt habe ich auf jeden Fall noch nichts diesbezüglich gefunden. Was ja auch nicht schlecht ist. Na, wird's halt ein bisschen geradlinig, das Spiel. Oder ein bisschen. Door Release. A oder B? Looks like to open this, we need to throw two levers at once. You get this one. I'll find the other. Okay. Die Tür öffnet sich, wenn wir zwei Hebel benutzen. Dann wollen wir mal. Ich folge einfach den Kabeln. Vorher guckt mal hier kurz in die Truhe. Oh nein. Wally, alle lassen uns alles durchgehen. Wenn der Druck die 45 überschreitet, ziehe ich den Sicherungsbolzen fester an. Stimmt's? Thomas,
Nein, zum letzten Mal. Wenn du das tust, wirst du alle Rohre hier sprengen. Wenn die 45 erreicht ist, betätigst du den Schutzschalter. Bist du sicher? Weißt du, das klingt schwieriger als Ohrenschmalz vom Bienenwachs zu unterscheiden. Sieh mal, es ist nicht so schwer. Behalte einfach das Messgerät genau im Auge. Hör mal, Kumpel, wenn du denkst... Hör mal, Kumpel, wenn du denkst, dass ich hier meine und deine Arbeit mache, dann bin ich hier raus. Okay. Also, der Druck darf nicht über 45 kommen, ansonsten, ja, achso, Sicherheitshebel. The Butcher Gang, ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott! Stirr! Du Penner! Oh Gott! Was ist los mit ihm? Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter! Oh! Alter, Alter! Das ist eine Gänsehaut hier. Den habe ich jetzt mal nicht kommen sehen, gerade in den Penner. Holy moly! So, wo ist er? Da ist er. Okay. Ist interessant, dass die Schläge anscheinend von dem Vorliegen hochzielen. So, finde den Ausgang. Alles klar. So, Boris. Hast du Hebel zur gleichen Zeit gezogen? Sehr gut. Warum klingt das hier wie so eine Autobahn? Wie eine U-Bahn, die hier einläuft hier mit den Bremsen. Oh Gott. Und die Mucke. Die Mucke. Delicious. Ich soll jetzt an den Aufzug steigen, ist das, was du willst? Ist das das, was du mir sagen willst? Scheiße. So ja, man wirft das. Du, ja. Okay, das war Level 2. Date mit einem Engel. Besuche Alice Angel in Level 9. So, das war Level P. Klar. Und Boris, sonst so? Wie läuft dein Verkauf so von deinem Stuff? Cool, gut, okay. Level 9. Willst du vorhin? There's a whole twisted world out here. Schmisch du weg. Punching in. Lauf ruhig vor, Boris. Tu dir keinen Zwang an. Du bist Operation menschlicher Schutzschild. Ach Gott. Diese verdammten Aufzüge, manchmal öffnen sie sich, manchmal tun sie es nicht. Manchmal kommen sie, manchmal fahren sie bis in die Hölle und zurück. Ich fahre damit fort, diesen Leuten zu sagen, dass, falls Herr Joey Drew weiterhin an allen Ecken und Enden spart, jemand sicherlich in den Tod stürzen wird. Und ich werde das bestimmt nicht sein. Ich nehme die Treppe. Klingt gesund? Hallo? Boris? Da vorne. She's quite a girl. Oh, nee. Oh, nee. Na los, komm, dann drin mit dir. Okay, er rennt. Sollten wir auch rennen? Und? Oh, weia. Das ist wie so ein Blick durch seine eigene Leiche. Alles klar? Kumpel, willst du drüber reden? Das wird dich jetzt wahrscheinlich schockieren, aber es ist wirklich hier der Brustkorb offenbar. Also, das ist schon. Oh, das ist schon makaber. So.
took so many of them to make me so beautiful. Oh no. Anything less than perfect was left behind. Oh, da drüben ist doch wieder so ein Clown. Oh shit. Ah. Nicht. Nicht mit Öster. Wer hätte das gedacht? Ich habe mit Joey Drew zum Mittag gegessen. Wow! Offenbar sind die Zeiten rauer, als ich dachte. Einen Moment lang dachte ich, ich würde auf der Rechnung sitzen bleiben. Aber ich muss sagen, er verhielt sich überhaupt nicht so, wie ich erwartet hätte. Ganz der Charmeur. Er nennt mich sogar Alice. Das hat mir gefallen. Schön, schön, schön für dich, Mäuschen. Schön. So, also entweder springt der hier los oder der da hinten, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Oh Gottes Willen. Wo, wo, wo? Hier. So, warte mal ganz kurz. Ist da hinten in der Ecke was? Nee, komme ich gar nicht hin. Gut. Dann ist mir egal. Dann gehe ich durch auf die Tür. Große Leute im Freundeskreis, die auf die Tür sahen. Geh doch mal durch zur Tür. So, und... Hey, hey. Now we come to the question. Do I kill you? Do I tear you apart to my heart's delight? The choices of the beautiful are unbearable. How's a girl to choose? Take this little freak, for instance. He crawled in here, trailing his tainted ink to my door. It could have touched me. It could have pulled me back. Do you know what it's like living in the dark puddles? It's a buzzing, screaming well of voices. Bits of your mind swimming like fish in a bowl. The first time I was born from its inky womb, I was a wiggling, pussing, shapeless slug. It made me an angel. I will not let the demon touch me again. I'm so close now. So almost perfect. Das kann man sagen, ja. Also, spiegelfrei wohnen, okay. Du bist ein wunderschöner Schmetterlegimon. Kann man nicht anders sagen. Wunderbar. Kleine Faltung. Welcher denn? Na, was soll ich tun für dich? Und? Soll ich irgendwie Herz fressen? Okay. Erledige Angels Bestellung. Dann zurück zum Aufzug. Alles klar. Also hier hat es mir besser gefallen. Nee. Nee. Okay, na dann. Zurück zum Aufzug. Mal sehen, was hier steht. Nehmen wir Boris mit? Oder lassen wir ihn da einfach jetzt stehen? Das sieht aber auch aus, Alter. Hier, ey. Über die Leichen. Boris ist so schon weg. Hat sich schon verpisst. Emptiness. So. Okay. Na dann. Boris? Wo bist du, mein Freund? My machines are hungry. Gather me some spare parts. Warum denn das? Zahnräder. Suche. Neutrieben im Base, okay. Ja. There are so few rules to our world now. So little truths. But there is one rule we all know and respect down here. Beware the ink demon. Stay out in the open for too long and he will find you. Oh, na toll. If you see him, you'd better hide. If you don't, well, I enjoyed our date. Now, let us begin our work. Ditch. Ditch. Schön. Okay, wo sind jetzt die Triebe?
Naja, wir sollten ja eh zu Fuß laufen. Wurde ja uns ja schon empfohlen. Gar kein Problem. So, heißt aber auch, wir dürfen jetzt nicht mehr zu lange an einem Ort sein und die finden uns, oder was? Das wäre nicht so schön. War das jetzt schon zu lang? So, hier ist alles noch voll Öl. Tinte. Schauen wir nicht immer nach. Vielleicht kommen wir hinten durch die Tür durch und... Hier waren wir noch nicht. Nee. Ah, okay. Silence, Freunde. Silence. So, ist das hier irgendeine Maschine? Nee. Mann. Ich bin so dermaßen planlos hier am Rumwandern, ey. Das ist doch, also wirklich. Wieso? Don't want to work here anymore. Ich will nicht mehr arbeiten. So, kommen wir da rein? Ja, komm mal. Hoppala. Na, los, komm. Dankeschön. Noch einer. Hm. Was soll ich denn jetzt hier machen? Kann ja nirgendwo was machen. Läuft ja wirklich hier nur wie falsch hält jetzt gerade rum. Hier, kann ich denn nicht die einfach hier nehmen oder was? Was soll das? Ihr zeigt mir Bilder von Zahnrädern. Wieso denn? Was will mir der Künstler damit sagen? Kann ich nicht die drei Bilder abnehmen und sagen, hier sind deine drei Zahnräder. Have you met him? The Ink Demon. They say he hears everything. Every creak of the floor. Every rustle of paper. I wouldn't run so fast if I were you. You never know what will draw him in. Hm. Selbst wenn, soll er ruhig kommen. Krieg ich da meinen Schraubenschlüssel über den Schädel gezogen? Dann ist hier vorbei mit hinten. Himmel. Oh! Aha! One down. Aha! Okay, alles klar. Alles klar. Hallo? So, wo ist er, der kleine Freak? Kommt da hinten nochmal? Eventuell? Vielleicht? Oh Gott! Viel Familie. Jetzt nach hinten. Mann, ich bin so lost, ey. Wo bin ich denn hier? Das ist doch Käse. Ich hab keinen Plan hier. So, was war das, Boris? Boris, Junge, warte auf mich. Nimm nicht alle in den Fahrstuhl, ist gefährlich. Schon? Ja, hat man schon. Okay, wo finden wir den Typen jetzt noch? Alter, echt jetzt? Ist das schon eine zweite? Ja, das ist jetzt wie versteckt.
Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht die ganze Zeit... This one's empty. Okay, gut, das zwingt uns jetzt natürlich ein bisschen zum Umdenken. That should be plenty. Nice. Return them to me. And try not to die on the way back. Schön. Schön. Dankeschön. So, dann nehmen wir mal wieder an die 8 Stockwerke runter. Ist ja kein Problem. So, Boris, was ist hier? Guck mal. Ah. So, kommst du, Kurva. Aber nicht endlich Zeit hier. Ja. Einmal die 9, bitte. Das wird lustig, Boris. Jetzt müssen wir durch. Komm, wir schaffen's. Ist die Tür eigentlich da hinten wieder offen? Nee, die ist immer noch zu. You better get overtime for this. Und was ich mich jetzt aber frage, wo soll ich die Dinger hinbringen? So, ist dann die Tür hier vorne auf und wir können wieder direkt zu ihr, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. No, no! Hier die Zahnräder in die Sammelbox in Level 9. Sammelbox. Hier oben lag eine Kiste. Die liegt jetzt nicht als Sammelbox tatsächlich, oder ist das hier ist das die Sammelbox? Naja, wahrscheinlich nicht. Sammelbox. So, liebe Angel, sag mir noch mal bitte, wo hier die Sammelbox ist. Die ist nicht sofort für mich ersichtlich zu finden. Wo hast du sie? Ist das wirklich das Ding hier unten, die Mirage-Box? Ich glaube, das wird mir aber irritieren, wenn ich das ist. Ja, hier ist keine Box. Tja, bleibt nur noch die hier vorne. Ja, und so dachte ich's mir. Genau so dachte ich's mir. Das funktioniert nämlich nicht. So, wo zur Hölle? Ist das hier die Sammelbox? Ist das ein Mülleimer? Das ist die Sammelbox. Die Sammelbox ist der Mülleimer. Ey, Leute. Stopped full of extra. Steh direkt davor. Nimm die Tintenspritze. Da sage ich jetzt mal Hashtag ab 18, Freunde. Sammle 3 extra dicke Tinte ein. Dreimal, schön. Tipp, jage die geschwollenen Forscher in Level 11. Klar, kein Thema. So, also mit Captain Subcutan bewaffnet, jemals also auf Level 11. Um Forscher zu sammeln, finden. Okay, Boris. Na dann, Level 11! Schön ist, da waren wir schon. Da sind wir schon überall rumgelaufen. Oh, da ist doch. Wie sagt denn die jetzt kriegen? Na und, zieh durch.
Okay, mit E aufnehmen. Hallo, Forscherlein. Ah nein, da hinten ist da so ein Penner. Oh Gott, wer ist er, Alter? Wow, Alter. Der ist nicht cool, der ist nicht cool. Wie er abhaut. Iiii. Spritzt doch hier nicht so rum. Na, kommt da nochmal raus? Na komm. Put, 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 put. Jawohl. Darf er mich nicht sehen oder darf ich nicht rennen? Kameramann. Der Lichtmann. Der Lichtmann. Oh Gott, was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Rückkehr zum Engel. Lege die extra Dekatente in die Sammelbox in Level 9. Wird ja noch ein bisschen weiterlaufen, aber ich habe fast Angst, dass eventuell Sachen, die wir denn sammeln könnten, noch ja nicht da sind. Irgendwie. Also zurück zum Mülleimer. Also bis jetzt weiß ich auch tatsächlich nicht, was mir das Spiel erstmal so grundlegend erstmal sagen möchte. Also klar, der Chef ist ein bisschen abgedreht. So, hast du. I'll make this simple. Look for valve pads. Turn the little wheels. Then bring me their power core. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. Mäuschen, kannst du mir nicht einfach von Anfang an sagen, was du haben willst, irgendwie? Sag doch einfach, du bringst mir dicke Tinte, Zahnräder und Ventilkolben mit. Und schick mich doch nicht immer einzeln los. Nimm den Ventilkolben. Also Chat, ich bin jetzt kein Klempner. Und ich habe auch bei Gott nicht alle Super Mario Spiele gespielt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier kein Ventilkolben ist, was ich hier vor mir sehe. Aber, ist nur meine Meinung. Sammle 3 Ventilsätze. Was? Entferne die Tintenröhrchen in Level P. So, ich trage also das Zepter der Arbeiterklasse hier vor mich hin. So, dann lass mal ein paar Röhrchen finden. So, auf Level P bitte. Und ich habe das Gefühl, sie wird uns wahrscheinlich noch einmal losschicken. Diesmal holen wir Suppen oder irgend so was. Auf Level 14. Okay, Ventilkolben. Hallo! Wo müssen wir hin? So, ich möchte sagen, die Range von dem Ding ist echt scheiße. Und ist er tot? Er ist tot. So, wir haben fast auf. Wir brauchen mal ein paar Tütensuppen hier. Wir gehen sonst hier nicht weiter. Ah, wiederholen uns so ein bisschen. Mano, reicht nicht. Ich muss immer zupümpeln, bevor er zu Boden geht. Ist so ein bisschen wie bei Modern Warfare, ne? So leichte Einrötung des Bildschirmrandes irgendwie. Einblutung der Augen. Oh, was haben wir hier? Was? No, ich gebe ab. Warum ab? So, gleich ein Niveau oder was? Nee. Nee.
Piep. Warte mal, hier vorne ist auch Rätsel. So, lustige Drehrätsel. Rätsel. Das war's? Okay, achso, die sind schon leer. Die ist auch schon leer. Ich verstehe. Die ist auch schon leer. Wie viel müssen wir denn holen? Drei wieder oder was? Na, okay, gut. Dann werden wir bestimmt noch was finden. So, hier ist jetzt alles durch. Schreibtisch kannst du wahrscheinlich auch. Ist auch egal. Gehen wir mal nach hier. Let's go this way. Mhm, Gästebuch ist auch schon da. Voll. Ah, hier. Pimpel, bitte! Okay. Was? Oh, hinter mir! Das Schwein! Hau ab! Geh weg! So, Problem ist, muss ich jetzt den Ehen so weit runterkurbeln, bis er wieder bis am tiefsten Punkt ist. Das ist ärgerlich. So, aber jetzt. Zweimal, Jojo. Bin zweimal gestorben. Sehen, wie oft bist du gestorben? Was ist denn das? Kannst du nicht mal ein bisschen motivieren, da in den Chat kommen? Kannst du nicht mal sagen, hey, was hab ich verpasst? Wie weit sind wir schon? Haben wir es fast geschafft? Bin wieder da. Wie oft bist du gestorben? Du guckst so viel von Benny's Streams. Ab. Okay. It's the... Oh, nee. Oh, no, 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 no. Wo ist... Bin ich wohl dreimal gestorben, Jojo? Ah. Freude. Mann, so ein Shit. So, wo ist... Ich glaube, wenn ich hier auch immer sterbe, wartet doch, wa? Ist doof. So, okay, also ab zum Mülleimer. Können wir schon zum Mülleimer? Ja, okay. Wenn die mich jetzt wieder losschickt, und ich denke, die wird mich wieder losschicken. Dann laufe ich nochmal los. Ah, winkst wie eine Axt. Sehr schön. Zerstöre alle Bandy-Ausschnitte. Besuche... Was? Besuche Level K um die himmlischen Spielzeuge. Und die himmlischen Spielzeuge. Nimm dich mit den Tintendämonen... Vor dem Tintendämonen in Acht. 15 Dinger. Warum? Was ist jetzt ein bisschen... Das streckt das jetzt hier alles ein bisschen sinnlos. Irgendwie, das muss man noch nicht machen. Oder? Wie ist das? Also, oder? Another day, another dollar. Ja, SSBD. Same shit, different days. So, wo wollen wir hin? Wir wollen auf Level K. Ich weiß. Aber lass es verschaufen. So, okay, jetzt müssen wir jetzt ein paar Figuren im Arsch machen. So, dann nehmt euch mal alle Nacht, ihr paar Figuren. Lass mal 11 Stück finden. So, jetzt ja schon wieder weg von Level K. Da ist einer. Ah! Sprungattacke. Komm ich nie wieder raus. Schön. So, okay, haben wir. Wunderbar. Kommen wir hier rein? Nein. Bei den Herren kommen wir auch nicht rein. Wir gehen weiter. Ja, die Axt ist doch schon wesentlich freundlicher. Ein Schlag und die sind alle tot. Das ist gut, so will ich dies haben. Oh, Bandys!
Ah, nein, ich bin in der Sackgasse. Das ist blöd. Ein Schlag. Das ist mal geil. So, oh, hier sind ein paar mehrere. Finde ich ganz gut. Da, hast du. Bitteschön. Oh, Tschüssikowski. Haben wir hier noch was? Nee. So, Hose können wir nicht verkleinholzen. Alles klar. Mal weiter. So, Puppen mit Uni. Na gut. Weiter geht's. So, dann kommen wir her. Schauen wir nochmal weiter. Hat so ein bisschen was von Alien, so, wa? So vom, vom Style. So ein bisschen Dead Space, je nachdem. So, wo seid ihr, ihr lustigen Bendy-Figuren? Ich kann 11 Stück platt machen soll, irgendwie verteidigen jetzt da 4? 3? Schön, wird ja nicht runtergerechnet. Doch, 15 waren es ursprünglich, war oder waren es 11? Ich weiß schon nicht mehr. Über 15. Tja. Wo müssen wir hin? Was ist der Weg? Auch nichts. Man ist ja tatsächlich mit den Stockwerken etwas limitiert. Also, ne, du kannst jetzt hier nicht überall hin. Ne? Also eigentlich musst du bis zu einem gewissen Punkt kommen und dann ist eigentlich der Drops gelutscht. Das heißt, hier müsstest du eigentlich alle finden. Das ist jetzt halt nicht mehr ansatzweise. Ich habe noch nicht wieder Hälfte gefunden. Und habe schon das Gefühl, dass ich überall war jetzt hier auf der Etage. Und ich sag mal, wie das ist. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, hier haben wir noch nicht. So, das war jetzt eine. Ach, lieber Angel, warum stellst du mir nur diese Aufgaben? Wir hätten uns das so schön kuschelig machen können. Ja, einfach nur mit den Zahnrädern. Wäre doch auch hier noch gewesen. Muss ich jetzt komplett bis nach oben laufen? Was mit dir? Nee. Du nicht. Fick doch nie wieder den Weg zurück. Nie wieder. Always on time. Oh, hier haben wir noch ein paar. Oh, das ist ganz gut. Oh, hier schön, schön. Oh, hier sind viele. Schön. Wunderbar. Jetzt können wir ein bisschen metern hier erstmal. Hui. So. So. Und so. Und so. Warum? Warum soll ich mich jetzt verstecken? Geh zurück auf Level 9. So, Chat, ihr könnt ja schon mal euch einfach den Spaß machen und könnt ja schon mal in den Chat hauen, irgendwie, ob wir nochmal los müssen. Wegen irgendwas. Oder ob jetzt endlich mal gut ist. Also sowas. Wurde ja hier schon mal viel auf die Spur geschickt, aber das ist ja nur wirklich hier, das ist ja ehrenlos. Bestimmt. Ja, ich glaub's auch tatsächlich. Die wird sich ja bestimmt denken, ach na Mensch, guck mal, hier können wir doch noch hier. Du, wo du gerade da bist. Da noch eine Idee, kannst du mal hier bitte kurz einmal kommen?
Nee, warte mal, hier, ich muss ja durch die Tür durch, ne? Ich muss ja durch. Genau. Was? Freundchen, so nicht. Sag das doch nicht. Ja, jetzt brauch ich auch schon langsam zwei Schläge dafür, oder was? Das ist nicht gut. Okay, ja, doch, hier reicht. Wahrscheinlich müssen die nur richtig sitzen. Warte mal, hier bin ich auch nicht her. Hey, komm, ich, Fahrstuhl. Wo ist denn Boris schon wieder? Wo ist immer dieser Boris? Wo treibt er sich rum? Ach Gott, was ist los, mein Kleiner? Ist doch, ich bin ja da. Ich bin ja da, mein Kleiner. Was ist denn los? Hör mal. Mach doch keinen Kopf. Ah, so, ihr Lieben. Falls ihr noch auf dem Kanal seid, lasst mal ruhig ein Follow da. Denkt dran, euch kostet es nichts. Uns hilft es eine Menge. Würden wir uns sehr darüber freuen für ein Follow. Dankeschön. So, jetzt gilt es. Schick mich jetzt hier nicht nochmal los. Warum halt schon wieder das Ding in der Hand? Matt. Oh, Matt. What? Oh, Junge, ich muss aufpassen bei dem. Oh, der hat weh, ey. So, sie muss mal kurz ein bisschen abhauen. Oh, ist da noch einer. Oh, das ist schlecht. So, jetzt seht es mir wieder ein bisschen besser. So, I'm on a higher ground. Ihr Penner. Spring doch rüber, Junge! Oh, scheiße. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht. Nein. Schnell heilen, Mann, heilen! Los, Junge! Heil dich! Machst du platt? Machst du platt? So, jetzt heikst du doch gleich, Ist da bloß einer von denen hier? Ach, so ein Scheiße. Warum dann oben mit diesem ollen Klorohr, Alter? Wir haben so eine geile Axt gehabt. So ein Mist. Ärgerlich. So, da ist... Oh, von hinten kam noch einer. So, der ist tatsächlich ein bisschen beschissen, der Typ. So, ihn haben wir. Sehr schön. Kurz heilen. So, der geht eigentlich, glaube ich. So, den haben wir auch. So, was ist mit dir hier? Oh, der hat eine ganz schöne Range. Haben wir. Muahahahaha. Oh! I forgot. It's a little hard to get a hold of.
Oh well. Better luck next time. Oh, ey, echt, ihr Penner, ey. Ich dachte wirklich, wir kriegen jetzt den Tommy Gun. Oh. Oh, so eine blöde Kuh, ey. Ehrlich. Ist ja wohl ja Another day, another dollar. So, lass mich raten. Ebene 14. Um in die Tiefen zu fahren. Was sind die Tiefen? Zieht bloß der Fahrstuhl zu. Boris, was sind die Tiefen, Mann? Wo sind die Tiefen? Kann natürlich sein, dass er jetzt an Etage 14 vorbeifährt. Nein, macht er nicht. Weil er blöd ist. Tintenherzen. Benutze den Aufzug, um in die Tiefe zu fahren. Also, ist 14 jetzt die Tiefe oder was? Scheint so. Okay. So, dann lass uns also Herzen diesmal sammeln. Okay, der Typ. Okay, im Wasser können wir nicht besonders schnell rennen. Ich gar nicht. So, gucken wir mal. Kommen wir irgendwo durch? Nee. So, keiner, der hier irgendwie noch ein Herz für uns hat. Na dann. Oh je, da vorne ist er. Oh, okay, wie hat der uns gesehen? Wie denn sowas? Wie? Hä? So, er läuft immer nach vorne in diese Ecke rein. Okay, dann dreht er da vorne. Bleibt er jetzt einfach da drin? So, hier vorne ist da noch einer von denen, wa? Aber hier ist kein Herz. Oh, echt jetzt? Nun, ich suche keinen Ärger. Es liegt einfach in der Natur von uns Filmvorführern, dunkle Orte aufzusuchen. Du siehst, ich habe ja alle Einzelheiten über diese Studie gelernt. Ich weiß, wie man es vermeidet, von ihresgleichen dieser Firma belästigt zu werden. Dieser Filmverführer, sagen sie immer, schleicht herum und sucht einen Ärger. Nun, Ärger oder nicht, ich sehe alles. Sie wissen nicht einmal, wen ich, wenn ich sie beobachte. Sogar, wenn ich direkt hinter ihnen stehe. Schön. Schön, schön, schön. Okay, dann erstmal hier hin. Eventuell. Ja, kommt er mir entgegen oder er ist auf der anderen Seite einfach nur. Oh Gott. Oh, Dave, Alter. Oder der fiese Song. Hinter mir! So! Ich kann nicht rennen, ich kann nicht springen, ich kann nicht machen. Ich bin am Arsch, ist er. Ich kann machen gar nichts. Alter, lauf doch mal, renn doch mal. Los, komm, jetzt muss festen Boden unter den Füßen rennen. Oh, er ist so schnell. Ja, so schnell! Oh! Nein! Er geht nicht runter.
Mann, ey, warum kann ich jetzt nicht einfach runterspringen? Ich hätte ihn so schön abgelenkt jetzt. Oh, Ja! Ja! Schönes Ding! Schönes Ding! So, jetzt dürft ihr mir eigentlich hier hoffentlich nicht wieder in die Quere kommen. Hoffentlich. Bitte. Bitte. So. Eva hörte hart. Tja. Wunderbar. Ach, was für ein Labyrinth, ey. Der hat hier alle niedergemacht. Knallhart hat er die niedergemetzelt. Oh, da. Haben wir alle? Nein, eins fehlt. Was fehlt denn eins? Wir haben noch vier. Fünf. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Da ist es. Bring them to me. Okay. Rückkehr zum Engel. Kurzen Moment, ich muss mal ganz kurz hier mein Headset anstöpseln, irgendwie, weil der Akku fiepst. So ist besser. Einen Schluck Kaffee nehmen. So, jetzt muss ich bloß an den Filmvorführer wieder vorbeikommen. Oder noch besser, ich muss hier erstmal wieder rauskommen. Das ist ja noch schlimmer. So, weil der Typ steht da oben jetzt relativ... Ich muss direkt hinter ihm vorbei. Das kann knifflig werden. Das kann jetzt knifflig werden. Benny würde sagen, da brauche ich jetzt mal ein bisschen Movement. Ich muss direkt an ihm vorbei. Guck mal, wie ich hier nähe. Stopp mal, hier kann ich doch auch nach oben. Ich kann schon nach oben. Hör mal. Muss ja nicht an ihm vorbei. Ja. Du blöder Wichser. Ich spuck noch auf ihn runter. So. Aber nun, Engelchen. Jetzt ist hier mal langsam, aber Feierabend hier mit. Hole mir, bringe mir. Oder du übst nur gleich die Tommy ran. So, jetzt sind wir auch, glaube ich, wirklich in allen Etagen gewesen, ne? Halleluja, Alter. I hope you enjoyed our time together. Ja. War wundervoll. Return to the lift. It's time to go home. Ja, okay. Will ich gut finden. Hast du noch einen Tommy Gun? Bitte. Oder wenigstens eine Axt. Ich hab so einen verkackten Siphon in der Hand, Alter. Das ist doch... Back to the old grind. Have you ever wondered what heaven is like? I like to dream that it's quite beautiful. A soft valley of green grass. Ja, Medizinose. Oh, ist Medizinose. So, das Schlimme ist, wir werden irgendwas jetzt für irgendein beschissenes Ritual für sie geholt haben. Boris, mach was. Los, Boris, auf. Perfect forest I've ever seen, and I want it! Me
ist ganz schön, die ist ganz schön, die ist ganz schön zickig. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber die ist mir einfach ein bisschen zu zickig. Boris, tut mir leid, du musst jetzt... Mann, dreh dich um, Boris, hinter dir, Mann! Sie ist hinter dir! Boris! Turn around, Junge! Kumpel! Boris! Scheiße. Ach. Ja, ihr wolltet ja den Pfad der Engel gehen. Dämon wäre bestimmt besser gewesen. Alright, Joey. Das gute Ende. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Kapitel 4. Kolossale Wunder. Befreie Boris. Oh. Boris, Kumpel! Sag mir, wo du bist. Level S. Accounting in Finanzen. Ach du Scheiße, wir sind in der Buchhaltung gelandet. Na super. Oh, Boris! Boris? Oh, oh. Boris? Ist sie hier? Sind die, oh Gott, Alter. Ja, da weiß ich nicht tatsächlich, wie ich das deuten soll, wenn ich da höre. Das klingt etwas fleischlich. So, das Archiv. Definitely something missing here. Okay, wir brauchen ein Ventilrad, um ins Archiv zu kommen. Schau mal hier vorne. Bis jetzt haben wir hier noch so viel gesehen auf der Etage. Ich weiß auch, ob es hier so viel gibt. Ventil. Nischt. So, drehen sie alle unterschiedlich schnell. Weiß nicht, ob das nachher noch relevant wird. Aber selbst wenn, sehe ich auch kein Ventilrad. Wo bekommen wir das Ventilrad jetzt her? Bendy, Safat, wo ist das Ventilrad? Gib bitte raus. War ich hier irgendwo vielleicht? Will einmal? Nee. Nee. Ah. Plötzlich. Schau mal an. Da ist es. So, na dann. Auf zu den Archiven. Finde den geheimen Durchgang. He will set us free. Ach, ey. Ja, schön hier, schön, schön, schön. Okay, wir heim mal durchhören. So, wahrscheinlich ein Buch hier zerren oder so. Die alten Indianer Jones muss doch nicht erzählen. So that's how it works. Oh, aber wir brauchen noch vier andere Bücher. Haben wir eins? Ein Ü? Oh, na, mach hier keine Poltergeist-Nummer jetzt bitte. Bitte nicht. Sie sagen mir, ich wäre perfekt für die Rolle. Absolut perfekt. Jetzt läuft Joey durch die Gegend und sagt hinter meinem Rücken Dinge über mich. Ich weiß es. Jetzt will er, dass wir uns morgen wieder treffen. Er sagt, er hat eine Gelegenheit für mich. Ich werde ihn anhören. Aber wenn der Süßholzrasper denkt, er könnte einen Engel hintergehen und damit davonkommen, dann hat er sich aber gehörig getäuscht. Alice, oh, wie sehr sie Lügner hasst. Also die ist wirklich relativ durchgeknallt, die Alte. Da beißt man jetzt die Maus Gefahren ab. So, wo sind denn die anderen Bücher?
Moissanten ja in der Bücher. Sind die hier drin, eventuell? Ja, muss wohl anscheinend. Okay, lass mal hier im inneren Kreis schauen. Wo ist der eigentlich nochmal? Hier. Blackboard Snake! Oh, very scary. Dankeschön. Da, da ist eins. Und wo ist das letzte? Wo ist das letzte? Da ist das letzte. Und? Der falsche Laufen. Private. Betritt die Dunkelheit. Uha. Multiplex Snake. Du. Oh, scheiße. Und hier ist Boris. Boris, Kumpel. Ich komme. Hat der keinen Kopf? Scheiße. Was ist das? Ich muss anscheinend irgendwie einen Code zusammen basteln, mir irgendwie. Oder irgendwie herausfinden, wie ich darüber komme. Oho. So, der Whirlpool wäre dann bereit. Und lass mal ein Update. Wow. Ich hab keine Waffe. Ich hab nichts. Oh, ich hab's einfach geklaut. Was hab ich? Was ist das hier? Ich hab jetzt ein schwarzes Herz. Was soll ich damit machen? Soll ich da vorne in die Sammelbox schmeißen? Gar kein Problem. Mike, Sammelbox. Genau. Aber die Frage ist: Für was? Knochen, Tasse, Zahnrad. Uhr, würde ich jetzt mal sagen. Sag jetzt, ist das random oder was? Du musst dich damit einschmieren. Wie ein Rasulbad. Ja, nee, das ist ein Hammer, machen wir jetzt hier nicht. Ich mach das da mal drin jetzt. So, also, Knochen haben wir schon. Geht's jetzt mit Tasse weiter? Ich bin skeptisch, ob das wirklich so ist, dass man sagt, ja, das macht Sinn. Okay, ich kann den Hebel auch nicht mehr betätigen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Wir haben aber auch nicht viele Möglichkeiten hier, muss man sagen. So, hier noch eine Kiste. Können wir aufmachen, das Ding. Sie geht natürlich nicht auf. Ist ja klar. Oh, warte mal. Oh, Moment. Wir können hebeln. Eine Tasse. Okay, du musst halt immer was reinschmeißen. Aber wir werden wahrscheinlich ein Zahnrad für irgendwas brauchen, wa? Was ist... Ich meine... Was ist denn das für Quatsch? Ja, der Zahnrad hätte sein müssen wahrscheinlich da oben. Die Frage ist, bin ich jetzt an dem Point of No Return? Hab ich's jetzt verkackt an damit? Weil theoretisch, ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt hier nochmal ein weiteres Herz oder irgendwas herkriege. Weil hier drüben ist zu. Hier ist jetzt nicht mehr. Hier kommt jetzt nicht mehr. Mama hat den Laden dicht gemacht. Oder kann man hier nochmal jetzt reaktivieren? Nee. Okay. Gut. Zeit für Zahnrad jetzt. Jetzt wird's was. So ist der Zahn noch eingestellt. Ja, ist es. Bitteschön. Zahnrad! Yeah! Na, bitte, läuft doch. Man sich glaube ich mal die ganze Anlage ein bisschen angeguckt, denn hätte man wahrscheinlich schon früher drauf kommen können. Aber ihr seid hier bei Benny und Steve. Hier ticken die Uhren etwas langsamer. So.
Okay. Hinein in die Gondel des Todes. Und rüber mit uns. Eine einfache Überfahrt. Ist denn das zu schwer? Was? Oh, Schweine haben sie noch ein bisschen Spannungsbogen erhöht. Mann, das muss doch nicht sein. So, kann ich jetzt hier weiterlaufen? Hello, Boris? Kann einer von euch passieren? Hatten wir das Thema nicht letztens auch in Layers of Fear mit den Händen in dem Flur? I see you there, und bei Hellblade, warte auch. Your angel is always watching. Ach, der Engel. What is it that keeps you going? Is it the thrill of the hunt? Ja, ist es. Eindeutig. The thirst for your freedom? Or perhaps you're just looking for a little friendly wolf. Ja, ne, ich komm natürlich für meinen Kumpel, Mann. Ich will meinen Kumpel Boris retten vor dir. Durchgeknallten Kisse. Ich renn doch schon. Ich bin noch nicht so. Ich bin noch nicht so zu Fuß. Fahrstuhl ist da kaputt gemacht. So, wo ist er? Wo ist mein Boris? Das ist Lorenz, wa? Okay. Oh je. Hey Leute. Ganzen Armseelen. Na du, alles gut bei dir? Ich meine, ist alles gut bei dir? Ist gar kein Problem, du hast mich nicht erschrocken. Erschrocken, hast mich nicht erschreckt. Ich erschrak nicht von dir. So. Vielleicht noch ein Alien, was uns entgegenkommt. Das würde auch passen. Alter, was für ein Labyrinth ist das denn hier? So, Boris, komm, wo ist er? Jetzt kletter ich hier wieder zurück, oder was? Okay. Lager 9. Come up and see me. Mal erstmal gucken, ob das Lager offen ist. Natürlich nicht. Ist ja klar. Ist ja klar. Dreams come true. Ah je. Na denn, los. Almost here. Almost there. Hallo? Seit 40 Jahren habe ich Attraktionen gebaut, die die Vorstellungskraft übersteigen. Kolossale Wunder, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Ich habe dies alles durch meine Muskelkraft und Schweiß vollbracht. Aber direkt vor den Augen aller, den hochrangigen Investoren, den Wall Street Moguls, stellt mir Joey Drews genau taktlos wie früher genauso den großen Bertram Beatmod als Bertie vor. Als ob ich sein Kind wäre. Sie mögen mich vielleicht bezahlen, Herr Drew, aber ich bin nicht Ihr Eigentum. Ich werde Ihnen einen Park bauen, der größer ist als alles, was Sie sich jemals vorstellen können. Aber bevor Sie sich verbeugen, Herr Drew, sollten Sie wissen, dass diese großartige Leistung mir gehören wird. Einzig
und allein mir. Ja, ja, das ist tatsächlich öfters mal so, dass man in Luzern mal so als Eigentum behandelt wird oder so, ne? Herabgewürdigt. So, das ist wahrscheinlich das Lager unten auf Yang, oder? Vielleicht? Ja. So, kann ich auf die Kiste springen, abkürzen? Ah, Mist, nee. Es ist unmöglich, über Holzbarrieren zu springen. Hier in diesem Spiel. Willkommen in Bandy Hell. Ah. So, save it. This haunted house seems like the way to go. But it's gonna need some power. It's an old hang in there, Boris. Oh! Ringing the bell! I'm waiting for his rescue party. Ja, ich muss mich auch ein bisschen motivieren, muss ich sehen. Ja? Ich muss auch mal ein bisschen, ne? Geht immer nur ackern, ackern, ab hier und hier los. Ab geht's. Ja, man muss auch mal sich mental stärken dürfen für den Blödsinn, den du jetzt gleich hier in mir abziehst. So, lauter Sammelbehälter. Okay, was haben wir da vorne? Ein Tor, ein riesengroßes Tor. Schalter. Power Station. Okay. Ein unbestimmtes Gefühl sagt mir, bald wird auf jeden Fall das Licht ausgehen. So, okay, wohin denn ganzen Kabel alle hin? Wieso geht's hier? Okay. Ah, okay. Oh. Das geht doch gar nicht. Die sind doch unten geklebt. Die unten, ja. Oh, sehr schön. Was ist denn das? Wann das? Oh nein! Oh, hätte er jetzt hier nicht diesen Manzen gemacht, dann hätte ich's gemacht. Pass auf, jetzt kommt's. Ach, so ein Scheiß. Warum macht er das denn? Wieso macht er denn so eine Würfe? Warte mal, haben sie vielleicht die Maus? Ich halt mal die Maus hier drückt. Wahrscheinlich ist das ein bisschen. Das ist ja geil, Alter. Schön, schön durchgeworfen. Na ja, komm, Arschdecken. Was ist denn das? Mann. Diese Jungen spielen dort unten in den Lager den ganzen Tag lang Spiele, während ich damit beschäftigt bin, hinter ihnen auszuräumen. Sie sperren sich immer wieder aus ihrem eigenen Hinterzimmer aus. Deshalb sage ich ihnen, Leute, ihr seid doch clever, oder nicht? Hier ist ein Vorschlag. Warum spielt ihr die Spiele nicht mit dem Spiel, dass derjenige, der gewinnt, die Tür aufstößt? Ne? Es wird euch Jungs Spaß machen und es bewahrt euch davor, jeden Tag hier unten runterkommen zu müssen. Sie waren wie besessen von der Idee, wie ein Hund vom Schmorbraten. Ich sag's dir, wenn die Leute damit anfangen zu erkennen, wer hier das wahre Genie ist, bin ich hier raus. So, schneiden wir hier noch ein bisschen. Yay! Yay! Okay. Urteil, nice. Okay, also wir mussten anscheinend erstmal. Ah, wir mussten erstmal ein paar Spiele gewinnen. Oh. Oh. That's one. Aber. Ich meine, mit dem Hammer, das hat er doch schon geschafft.
So, was ist das hier? Filmlust, ja. Stand? Ich kann es jetzt nochmal machen. Mach ich's nochmal. Kein Problem. Einmal geschafft, werde es wieder schaffen. Wo ist denn der hin? Was muss ich dafür machen? Achso, warte mal, zack ein. Soll ich eventuell, genau, den schalte ich um, dann kann ich einen anderen anmachen. Oder was? Nee, falsch gedacht. Okay, dann muss ich jetzt erstmal gucken, wo die anderen Kabel alle hingehen. Die gehen alle in die Wände drin. Dann muss ich jetzt wirklich die Büchsenwerfen ohne schaffen? Also sinnvoll wäre gewesen, jetzt irgendwie an der Schalttafel alle durchschalten zu können. Ja, du machst einen runter irgendwie, also nimmst eine Quelle raus irgendwie, schaltest die andere dafür an. Das würde jetzt in meinen Augen Sinn machen. Aber den kann ich jetzt ja nicht mehr interagieren, ne? Sodass ich jetzt die zwei anschalten könnte, die eventuell da hinten drin geht. Und sie ist auch offen. Gut, okay. Forschung und Design. Looks like I've got some company up ahead. Without some kind of weapon, I don't stand a chance. There's gotta be a way around them. Okay, na toll. Na toll. Keine Waffen. Schauen wir mal, ob wir oben erstmal irgendwas machen müssen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt da runter muss. Ich glaube, ich muss da runter. Ah, okay, man kann die werfen und damit ablenken. Ja, das ist natürlich schön. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist so der Arm, Alter. Lass mal einen riesen Arm bauen. Komm, los. Das wird lustig. So, okay. So, ich hoffe jetzt, dass er hier nicht so einen schlappen Wurf macht wie vorhin da mit der Kugel, mit dem Ball. Sehr schön. Das hat ja erstmal eigentlich ganz gut geklappt. Oh, scheiße, du armer Kerl. Das ist das Einzige, was hier funktioniert, ist mein Geschwür. Die Hälfte dieser Menschen kennt noch nicht einmal den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einer verdammten Dampfwalze. Ein Haufen Schwachköpfe ist das. Verbringen den ganzen Tag im Lager darüber zu streiten, wer was machen soll und spielen, dem ich es spiele. Dennoch beschwere ich mich nicht. Ich habe die meiste Zeit für mich allein. Passt mir auch ganz gut. Das Einzige, was mich stört, ist dieser mechanische Dämon dort an der Ecke. Bertram hat jetzt schon einen Monat an ihm gearbeitet. Sagt, er wird eines Tages gehen und vielleicht sogar tanzen. Ja, alles, was er bereits jetzt macht, ist mir unheimlich. Ich schwöre, sobald ich ihm den Rücken zukehre, bewegt sich das Ding. Wer, der hier? Oh, ja, der sieht, den lassen wir mal. Hat auch noch so ein Ding hier? Okay, nee, der ist außer Dienst. Außer Betrieb, meine ich, nicht außer Dienst. Ach, scheiße. Sind das eventuell die Mitarbeiter? Psst. Okay. Schade, hätte ich jetzt ja nicht hier rein gemusst. Egal. Wir sind doch noch rausgekommen. So, Mörderbande. Ah, die schnellsten seid ihr nicht, Gott sei Dank. Ah, schön, haben wir. Warum ist die Tür zu? Warum ist der Tür zu? Ist nicht so schön. Da war doch jetzt kein Schalter, oder? Hä? Das war doch jetzt einfach nur eine Sackgasse, oder? Hat für mich ein wenig was von Bioshock, ja? So ein bisschen was ist auf jeden Fall mit bei. Hier liegt ihr recht.
So, dann gehen wir mal jetzt in die Ecke und gucken, was hier ist. Hier ist doch ein Schalter. Habe ich voll übersehen, das Ding. Ja, bitteschön. Wo ist die Dose? Holt die Dose. Los, hoppi hoppi. Oh, hoppala. Jetzt sind sie aber ein bisschen flinker. So, ich hoffe, die Tür ist jetzt offen. Ja, sehr schön. Zweite Ding haben wir geschafft. Mal schauen, welches sich jetzt öffnet. Die 3 wird es denn sein. So, die 3 geht hier lang. Unter den Paletten durch. Okay, das ist das Ding, was hier hinten in die Ecke geht. Okay, muss da lang. Schauen wir mal. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Okay, schließt sich sofort hinter mir. Beunruhigend. Okay, die war wieder zum Essen. Alter, die sehen aber auch was aus, ey, Leute. Echt fies. Now you think you can just throw me out, trample me to the dust and forget me? No! This is my park, my glory. You may think I'm wrong, but I'm still here. Oh. Ja, okay, was sind für lustige Fahrgeschäft? Okay, eine Axt. Ich schaffe es doch niemals, da jetzt hinzurennen und diesen Kopf da zu schlagen. Also nicht mit einer Axt. Oder soll ich die Wagen treffen? Und die. Ah, wahrscheinlich die numerischen Punkte hier, wa? So, okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Soll ich warten? Na, ich warte erstmal. Wir müssen die Lenke schwächen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich eins, zwei. Aber der muss dafür am Boden sein. Probier mal. Vielleicht. Ja. Haben wir. Sehr schön. Der ist schon mal kaputt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Okay, also wenn jetzt nochmal so ein Arm runterhängt, das wäre eigentlich am optimalsten. So. Okay. Genau der. So und so. Perfekt. 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 Okay. Sieht so ein bisschen aus wie Edgar Allan Poe. Sprach der Rabe nimmer mehr. So, okay. Komm runter. Perfekt. Hammert? Nein. Scheiße, ich hab's nicht gekriegt. Doch. Ah, knapp. So. Hervorragend. Sag mal, ist das Ding auf beiden Seiten? Nee, oder? Man muss ihn jetzt. Nein, auf beiden Seiten. Scheiße. Verstehe. Oh, das ist natürlich bitter. Echt bitter. Aber schaffen wir auch. Na los und entscheide dich. Okay, gut. Das ist natürlich echt fies. Wenn auf beiden Seiten erstmal entfernt werden muss. Oha, haben wir jetzt ihn gekriegt? Ja, wir haben ihn gekriegt. Aber es sind nur noch zwei. Die schaffen wir. Den Arm haben wir noch komplett ja nicht angefasst. Ah, scheiße. Wir können nicht schaffen, oder? Das ist zu weit. Oh, nein, ich bleibe ping.
Oh, nein, 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 weg. Oh, Schwein gehabt. Mann, das ist alles so weit weg. So, haben wir auch noch getroffen. Sehr gut. Nicht drunter durch, ich komme nicht drunter durch, wa? Ich komme nicht drunter durch, so eine Scheiße. Das ist aber blöd. Das heißt, du musst schon ungefähr irgendwo wissen, wo die anhalten, was ich natürlich jetzt so nicht absehen kann. Naja, da kommt man nicht ran, kannst reißen. Oh, ich bleib hängen. Oh, ich hänge! Ah! Nein, bitte nicht! Ah. Oh, das war jetzt knapp. Das war richtig knapp gerade. Oh, Mann. So, okay, wir müssen mal hier rüber. Dass wir auf jeden Fall für die nächste Nummer hier mal schon mal bereitstehen. Okay, den kriegen wir jetzt, dann haben wir einen Arm weniger. Sehr cool. Sehr cool. Bitte nicht. Wo steht der? Was ist jetzt da drüben, ja? Na toll. Wer soll denn da nur rankommen? Hey. Ach, echt jetzt? Dein Ernst? Boah, ich probier mal so. Nee, komm von der Seite nicht ran. Schade. Okay, ich muss wirklich auf die Seite darüber. Das ist halt blöd. Hör mal auf. Komm nicht hier rüber. Doch, jetzt. So, jetzt. Will er mich verarschen? Mann, Alter! Da verhöhnt mich! Der Arsch von einem Karussell. So, jetzt aber. Perfekt. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt hörst du mir, mein Freund. So. Wo sind deine ollen Arme? Was machst du jetzt? Ich hab auch keine Axt mehr. Around and around. Oh. Schon ein bisschen unheimlich aus. So. Na, das hat doch Spaß gemacht. Nicht. So, warte mal. Von wo sind wir jetzt gekommen? Sind wir von hier gekommen oder sind wir von da drüben gekommen? Ja, schau mal von da drüben. Weil hier ist der Schalter. So, das war jetzt ganz schön aufregend für Tor 3 erst irgendwie. Muss ich mal so sagen. Kalter Kaffee, bar, was? Aber man sagt ja, kalter Kaffee macht schön, Oma. Ne? Deswegen nehmen wir nochmal einen Schluck kalten Kaffee neben mir. Ah, ich spüre schon, mit wirkt. Nicht. Ist der Hopfen bald verloren bei diesem Gesicht. So, okay. What's next? So. Auf zur Wartung. Choo-choo-choo. Choo-choo. So, werden wir jetzt vielleicht erstmal eine lustige kleine Reise machen. Eine kleine Zugfahrt. Will ich schön finden. Oh nein, Wasser. Oh, und der Typ wieder. Schöne Sache. Okay, das wird stressig. Das wird stressig. Grundlegende Frage. Jetzt, okay, stehen Züge. Ist da eine Treppe? Muss ich da hoch? Und nächste Frage ist, läuft er hinten um die Züge rum oder dreht er sich jetzt einfach um? Okay, er läuft um die Züge rum, ist schon mal ganz gut. Dann laufe ich jetzt nochmal die Treppe hoch. Weil ich nicht kann, weil ich wahrscheinlich erstmal einen Hebel finden muss. Um diese Europalette nach oben zu bewegen. Ach, es ist doch ein Traum.
Soll ich jetzt was lesen? Ich lese jetzt hier nichts. Okay. Okay, wir müssen rennen. Wir müssen schnell sein. Be quick or be dead. Snake eyes in heaven. The beast in your head. Oh, bitte nicht. Das wart? Wartet jetzt? War ein geiles, ist immer noch ein geiles Album von Maiden, Alter. War's das jetzt? Ich glaube ja, ne? Ist Captain Flimmerstunde immer noch hier? Gut, okay. Können wir mal kurz lesen? Ich glaube, dass etwas Besonderes in uns allen steckt. Durch wahre innere Stärke kannst du sogar deine größten Herausforderungen meistern. Du musst nur an dich selbst glauben und zu dir selbst ehrlich sein. Motiviert und vor allen Dingen du selbst sein. Okay, lass uns damit aufhören. Ich kann an einem anderen Tag nicht noch mehr Müll ertragen. Und teile den Jungen schriftlich mit, dass sie das Wort träumen mehr Gebrauch in jeder Nachricht machen sollen. Halte deine Augen darauf. Was? Halte dein Auge darauf, verstanden? Träumen, träumen, träumen. Die Leute verschlingen dieses Schmalz nur so. Was? Es ist immer noch an. Nun, dann schalt es aus, verdammt nochmal. Ja, das sind die wunderbaren, schönen Motivationsreden von irgendwelchen Leuten. Wie sagt man denn? Aus dem Marketing. Oh, was? Er ist noch da? Warum ist er denn noch da? Wo war er denn? Mach. Nein! Es ist. Warum ist er zu? Hau ab! Lass mich! Geh weg! Verschwinde! Geh fort! Geschafft! Warum denn? Was ist denn nun los? Wieso war er plötzlich wieder da? Oh, holy no way! Sieht mich nicht. Scheiße, okay. Oh, nein! Nein! Oh, Scheiße! Mach's nicht! Oh, nein! Ah, nein! Das mich! Ja, schade. Hä? Hab ich jetzt gerade nicht verstanden. Wir haben noch den Hebel betätigt eigentlich. Oder war da jetzt noch irgendein anderer Tasterschalter oder irgendetwas anderes? Also, ich hab's nämlich nicht gesehen. Meine Fresse, wie sehr groß er eigentlich ist. Junge, Junge, Junge. Oh. Ah. Oh. Maske! So, okay. Ich gehe jetzt hier nur mal kurz hoch. Die Frage ist, warum war der Typ plötzlich da? Er war doch gerade weg. Die ganze Zeit. Dort hinten ist der eine Taster. Ah, okay, Moment mal. Ich verstehe, wir waren ja noch nicht auch. Nee, doch nicht. Nee, doch, warte mal, das ist ja das Paket, was von der Treppe hochgefahren ist. Hier ist kein anderer Schalter, warum bin ich nicht rausgekommen? Und wo kam er plötzlich her? Das ist doch mal die Frage, die wir uns jetzt hier mal stellen müssen. Da müssen wir nochmal investigativ reingehen. So, hier kann ich nichts machen. So, okay, also sobald ich jetzt wahrscheinlich hier einen gewissen Punkt erreiche, ist er plötzlich hinter mir und verfolgt mich. Ich verstecke mich jetzt hier vorne einfach. Hä? Wo ist er hin? Nein, nein, nein! Oh, Epic Battle! Okay.
Alter. Alter. Der Schrank ist jetzt voll Stuhl. Ist ja nicht wahr. Ist ja nicht wahr. So, okay, aber wir dürften jetzt damit quasi alles anhaben und werden jetzt den letzten Schalter drücken und mal gucken, was uns das jetzt bringt. Wahrscheinlich geht hier das Gruseltor auf. Befreie Boris. Oh yeah. Boris? Wo bist du, Kumpel? Oh, wir müssen erst Geisterbahn fahren. Scheiße, echt jetzt? Oh nein. Come in and pretend it's all just a bad dream. Ooh, very scary. Mm-hmm. It's a funny thing how so much can fall apart so fast. Was ist Boris? Da vorne. Either you were in someone's pocket, or you were putting someone into yours. I just wanted what was promised to me. I just want to be beautiful. Wie fies. Surely you can understand that. Henry, why are you here? Na, um Boris zu retten. Mein Kumpel. We're all dying to find out. Do you just enjoy the terror of the drop into hell? Because if that's the case, hang on tight. I've got a surprise. Oh yeah. Oh yeah. It's tastes like epic boss fight. Ich glaube. Aber krasser Raum, ne? Hat wirklich so ein bisschen was von dieser Haunted Mansion. So süß, so schaurig, ja, genau. Boris! Oh no, what has she done to you? Boris, Kumpel, Kumpel, mach keinen Scheiß. Boris! Chill, deine Base. Meet the new and na wunderbar. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Waffen. Wo soll ich jetzt hin? Ist hier was drin? Er läuft doch einfach, er läuft einfach durch. Oh, okay. Ja, jetzt ein bisschen Dampf drauf. Ah, hier komme ich natürlich ein bisschen schlechter durch und dann kann einfach durchlaufen. Okay, kann man auch machen. Aber die Frage ist, was soll ich jetzt tun? Wenn ich jetzt hier irgendwelche Explosivfächer hätte oder sowas, dann könnte ich sagen, okay, gut, da sehe ich mich. Wie Benny sagen würde. Na komm, mein Schminky Pinky. Oh, was dicht denn da vorne rum? Was dicht denn da vorne rum? Ist das so ein, Herz? Was ich da in den Automaten stecken muss? Stimmt, wa? Jawohl. Jawohl, Bimbe. Da hat er ein Gewehr. Oh, nein, 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 mach mal nicht. Komm mal her, mein Kleiner. So, ich würde nochmal kurz durchseppen, irgendwie in der Hoffnung, dass da noch coole Waffen bei sind. Ich hoffe noch auf die Tommy-Kan. So, gut. Du rennst hier erstmal lang. Danke. Und dann bitte spit it out. Ey, echt jetzt? Oh, noch nicht diese scheiß Siphon-Kacke da, ey. Mann, nicht. Oh! Gerade tatsächlich an dem blöden Sessel hängen geblieben. Na los, komm her.
zu so einem Bane-Goofy gemacht worden. Okay, los. Let's do it. Spit it out. Also. So, er rennt natürlich immer gerade Linie, was halt gut geht. Aber ich mache auch einfach mal nicht so viel Damage. Wahrscheinlich ist er jetzt erst angreifbar. Warum soll ich das jetzt sammeln? Warum gibt er mir das jetzt nochmal zum Sammeln? So, okay, dreh dich um. Blute. Okay. Ah, nein, ich kann damit einmal zuschlagen. Dein Ernst? Oh, bitte nicht, ey. Und jetzt hat er eine andere Attacke drauf. Na, ist ja super. Nimm ihn doch! Okay, gut. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier wieder haben. Oh. Ne? Oh, okay, alles klar. Der macht Damage. Was ist jetzt? Kommt doch so ein blöder Wagen? Wo läuft der hin? Warum läuft der zu dem Wagen? Ach, er holt sich den Wagen, um mit dem Wagen zu schmeißen. Das ist aber ein toller Typ. Das ist aber ein toller Typ. Schön. Mann, Boris, Alter, du warst mal so ein cooler Kumpel. Hör doch auf, jetzt damit zu schmeißen. Wann kommt jetzt die Szene, wo er blutet? Muss ja irgendwo jetzt noch einen Punkt haben, wo er verletzbar ist. Okay, Kelle, alle klar. Vielleicht, wenn er das Ding in der Hand hat? Wenn man hochhebt? Na. Oh. Okay. Ach, Boris, Kumpel. Das hast du nicht verdient. Who are you? And you? Wer sind die? Kapitel 5. Die letzte Rolle. Schmeckt nach Finale jetzt. So, Herr der Ringe. Jetzt nicht mehr. I know that song. Everyone knows that song. Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend. Wer bist du denn? And now I can't leave. Then you know more than we do. One minute, we don't even exist. Just thoughts. And the next minute, this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name. So, they call me Alice. But I'm no angel. You go back and rest. We'll talk again later.
It's only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Only up to level 6. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. I promise. So, also durch irgendeine Macht sind also quasi diese Comicfiguren hier. Alter, chill mal, Junge. Mit dir? Bleib mal ruhig, Junge. Irgendwie sind die alle quasi lebendig geworden. En masse, tatsächlich. Henry? Here. You must be hungry. Was ist das hier? Sorry, it's all we have. Tinte? Ah, er ist witzig. Ihn werde ich als letzten töten. Ich mag ihn. Ich bin so auf meine Schüssel mit Tinte gefreut. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. Right there, in plain sight. So I kept looking, and found more and more messages everywhere in the studio. Mm-hmm. But you can't see them with your eyes. Only through this. Take a look. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Nowhere. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I'm meant to leave this place, Henry. But maybe you are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I think you're the hope I've been waiting for. Wir sind der Auserwählte. Maybe tomorrow will be better. Ja, das waren jetzt aber auch nicht unbedingt die positivsten Nachrichten, die wir jetzt an der Wand gelesen haben. Also, That was really stupid, Tom. You shouldn't have gone out there. Now that he's seen you, it's only a matter of time before he finds us here. Oh, komm da her. We can't just leave him. Not with the ink demon right outside the door. What's going on? He's coming. We have to move on. Tom, we have to let him out. Tom. Entkomme aus dem Gefängnis, finde das Gentrohr. It's inside the vault. Let me out of here. So many questions. Don't go through the door. What door? Follow me. Spoon, ink. I know the way. Oh Gott, was ist das? Raus, hoch. Okay. Take the spoon. Okay. Aha. Schön. Look inside. You need this. Oh, ist doch nicht dein Ernst. So. Ich komm nicht mehr raus. So.
There's the way. There's the way. So, okay, alles klar. Das haben wir, das haben wir. Kann ich jetzt hier irgendwo durchprügeln? Sternchen. Warum leuchtet das? Warum sind hier leuchtende Flecken auf dem Bett? Das sind Fragen, die man vielleicht auch nicht beantwortet haben möchte, wenn man in dieser Zelle sitzt. So. Schön, dass er mir seine Axt gegeben hat, der Penner. Okay. Jetzt entsinnen wir uns noch mal ganz kurz des Weges. Also, wir rennen raus. Nach links, nach rechts, nach links. Tja, hoffen wir das Beste. Okay, so, also. Ich glaube, es ist auch sehr linear, wie wir überhaupt rennen können. Oh, okay. Hui! Und wieder nach links. Hier ist nichts! Hier ist auch nichts! Hier ist nur dieser Hebel! So, was ist das jetzt hier? Ein Boot? Ich wäre bereit! Love Boat! Komm jetzt nicht weiter. Was ist denn das jetzt hier bitte? Noch eine Message auf dem Boden? There's something in the river. Na wunderbar. Scheiße. Okay. Aber jetzt. Oh, echt jetzt? No. Warum läuft's denn nicht? Sage mal, was ist denn das Problem? Wollen wir nochmal am Hebel ziehen? Das ist doch Quatsch. Brauchen wir einen Schlüssel? Oh Gott, brauchen wir einen Schlüssel? So, warte mal, bevor ich mich jetzt da in die, zu den Untoten stürze. Setzt den Lastkran in Bewegung. Na, fort. Was ist denn das jetzt, Alter? Was ist denn jetzt los? Okay, ich bin im Spiel. Aber Menü ist noch da. Ja, okay, alles klar. So. Ach, Knöpfchen müssen wir drücken. Folge den Tintenfluss. Drücke und halte den Steuerhebel des Lastenkrans gedrückt. Interessant. Schön. Schöne Bootsfahrt. Wird das jetzt hier so ein Lake Placid-Ding irgendwie? Kommt jetzt hier irgendwas aus dem Wasser? Mhm. Dann steuern wir das hier drüben mal erstmal. Also ist ja noch Lastenboot. Sounds like something stuck in the paddle wheel. Oh. Oh no! Oh no! Was ist da los? Mach die Scheiße weg! Sind wir jetzt frei? War jetzt da wirklich was hinten im Pedalrad drin? Ich hab's jetzt nämlich nicht wirklich erkennen können.
Also das ist ja übel, ey. Geht aber auch ab, die Sau mit dem. Ja, man kann schon fast Speedboat, kannst du das schon fast nennen. Und brauchst Führerschein für, ist klar. Also, Motorboot-Führerschein. Hm. Weil man ansonsten noch überhaupt ja nicht die Geschwindigkeiten so abschätzen kann, tatsächlich. Okay, er ballert jetzt einfach weiter. Es ist tatsächlich so, wenn du an einer Herausforderung anscheinend scheiterst, überspringt er die. Oder er macht es extrem einfach für dich. Fällt mir das jetzt auf? Warum nutze ich das erst jetzt? So, was jetzt? Schon wieder fest. So, bin ich. Wir. Jawohl, können wir los. Zieh durch! Warum denn? Was war denn jetzt dein Problem? So, schnell weiter, los! Warum blinkt die Lampe? Die Motorleuchte leuchtet. Warum? Hau ab! Ich kann mich auch nicht umdrehen. Nein! Ah, kann mich nicht umdrehen. Geht nicht. Also scheiße, ich wäre schneller mit Schwimmen gewesen. Das ist ja wirklich, also... Ich meine, gut, wer will jetzt in die Pleke da rin springen, irgendwie, das ist ja nur keine Frage, aber... Nein, mach hinne, los! Aber das ist ja nur das Minimalste an Motorboot-Spaß hier. Das ist ja, da bist du mal im Tretboot schneller. Oh. Pressure's high. Das sind noch mehr. Oh Gott, was sind das hier? Sieht aus wie bei Waterworld hier. So, ich möchte anlegen. Ich möchte diese absolut spritzig Spaß hier Bootsequenz jetzt mal hier abschließen, bitte. Das würde ich total wirklich gut finden. Dankeschön. Das hat mir am meisten am Spiel Spaß gemacht jetzt, muss ich sagen. Das war so toll. Was? Dass ich es jetzt nicht mehr machen kann. Das finde ich schade. Finde ich schade. Erst gerade jetzt habe ich überlegt, ob ich einfach mal das. Oh je. Not Monsters? Ich weiß nicht. Es sieht auch so Battle Area-mäßig aus. Aber kein Problem. Hier ist noch Licht. In der Kneipe. Nein, keiner ist mich drin. So, Not Monsters. Once people's not fallen into despair. Aha. Gut. Wer bist du? Wer bist du? Verraten. Oh, scheiße. Das ist Lawrence himself mit einer Axt. Und der hat... Oh, und er hat eine Axt, Alter. Oh, Mann, scheiße, Alter. Hau mal ab. Lawrence, zieh mir noch nicht einen Pinsel. Soll ich jetzt einfach durchrennen? I'm running circles. Mach ich überhaupt Schaden? Ah, scheiße. Mann, hau ihn doch! Er ist... Er macht mich so wütend.
Kickt euch das doch mal. Er schlägt noch nicht mal zu. Er stellt sich denn da hin? Ja, Alter. So, wahrscheinlich wird er jetzt weg sein. Würde ich mal eins vorsichtig sagen. Oder er ist da und vielleicht muss er gar nicht gegen ihn kämpfen, sondern einfach in den Raum da, Quatsch. Also in den, ja, nee, er ist da. Hallo. Ey, guck mal geradeaus. Mal kicken vielleicht. Maybe. Nee, ist duster wie Arsch. Komm her! You lied to me. You said I'd be free. Well, ich hab ja nichts gesagt, Mann. Free you now. Free your head right off your shoulders. Oh, da kommt Tom. Da kommt Tom. It's time for sleep. Dankeschön, Tom. Hat sich trotzdem alle. Was close. You're lucky we were in the neighborhood. Wollen wir? Kann ich deine Machete haben? Die ist cooler. I don't think so. The searchers and the lost ones built this place. Sammy must have been keeping them at bay. Now that he's gone. Ist witzig. Looks like we're in for a fight. Sie hat quasi. Get ready. Watch out! Here they come! Sie hat einen Engelsring, einen Heiligenschein. Oh! Scheiße, Alter, das ist ja ein Irren. Warum geht's mir so schlecht? Warte mal kurz hier. So, stimmt. Oh, scheiße. Leute! So, haben wir? Was ist denn, was dauert denn hier so lange, Alter? Das sind halt für lange Sequenzen hier. So, alle niedergejagt. Haben wir? Haben wir? Sehr schön. Ich freue mich. Oh Gott. Oh, wer sind die denn? Die sehen so schlimm aus. Alter. Okay, die haben Power. Oh. Soll ich, ganz kurze Frage mal, wie machen die das, damit ich irgendwas schaffe in der Zwischenzeit? Oder die können doch jetzt hier nicht endlos lange Wellen schicken? Oder soll ich in der Zwischenzeit irgendwas holen? Oh, scheiße. Was ist denn jetzt? Ey, 100% muss ich irgendwas machen in der Zwischenzeit. Oder? Chats, was sagt ihr? Also so endlos lange Wellen, das macht ja jetzt ja keinen Sinn. Also, das ist keinen Sinn, aber das ist irgendwie... Alter, die Rohwaffen. Das ist so schön. Oh Mann, Leute.
Fühl mich verarscht. Leute, was ist das hier für eine Scheiße? Oh, hinter mir. Seine heilen Scheine? Was war denn das für eine endlos lange Welle jetzt hier, ey? Na, sag mal, das ist ja schon Kokolores hier. Henry, think you can lead the way? Henry ist so schwer. Scheiße. Henry ist so schwer. Okay. So, wir sind anscheinend in, oh, ist das hier quasi der, wie sagt man, das Kino? Das, firmeneigene Kino? Das würde ich schön finden. Now that's interesting. Okay, gut, also uns fehlen ein paar Rohrteile. Die holen wir jetzt. Ihr merkt, ihr Lieben, hier muss man viele Dinge sammeln und bringen. Das ist eigentlich die Definition von Bringenspiel. Fortschrittsbericht der Zentrale von GenCon Jewdraw Studios. Obwohl wir Fortschritte machen, ändern sich die Erwartungen der Kunden ständig. Was als eine lebensgroße Figur formende Maschine begann, scheint sich näher an die Grenze zur Magie als zur Technik zu stehen. Obwohl Herr Ju davon überzeugt ist, dass es dasselbe ist. Der Prozess der Zeichentrickfilme durch die Maschine zu bedrucken, der Figuren laufen zu lassen, funktioniert gut. Wir hatten mehrere beinahe Erfolge. Seltsamerweise war die erste geschaffene Figur ein fehlgeschlagener Versuch, der eine große Ähnlichkeit mit dem Charakter Bandy aufwies. Seitdem haben keine anderen Versuche für diese Figur mehr stattgefunden. Und der stattgefunden hat, ist, weiß nicht, das ist etwas seltsam dran. Okay. Ja, alle klar. Also, die haben irgendeine lustige Maschine gebaut, die alles lebendig macht. Und es ist ihnen, wie soll es auch anders sein, um die Ohren geflogen. Meine Axt ist auch wieder weg. Och, das darf doch nicht wahr sein. Aber ich denke, wir sind jetzt relativ kurz vorm Ende. Würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen. Oh je, muss ich mir jetzt hier wieder Warteile ausdrucken? Ja. Nicht wahr. So, wo finden wir ein Herz? Always on time. Always on time. Die Administration geht auf. Nun dann. So, ich will kurz anmerken, ich habe keine Waffe. Nichts. Nichts. Not these guys again. I better stay out of sight. Ein kleines Memo an alle Verwaltungsbüros. Es sind Gerüchte im Umlauf, dass wir nicht länger dulden können. Die Behauptung, dass das Unternehmen in einer finanziellen Krise steckt, ist falsch. Und eine verleumderische Lüge gegen uns. Es ist mir jedenfalls zu Ohren gekommen, dass ein paar inkompetente und in Hinterzimmern sitzende Leute meiner Führung nicht vertrauen. Als Führungskraft steuere ich immer das Boot, vom Schicksal begleitet. Wenn wir die Situation als Ganzes betrachten. Es gibt keinen Grund für euch Kollegen, sich über solch komplizierte Dinge in den Kopf zu zerbrechen. Macht einfach euren Job wie gehabt und vertraut eurer Führungskraft. Das bin ich. Oh, Vorsicht hier mit Menü. Nicht, dass wir hier wieder in der Twilight Zone enden. Mann, wer baut denn hier so eine Korridore, ey? Hoppala. Ich denke mal, irgendwie könnte ja vielleicht was drin sein, aber das ist natürlich Quatsch. Ah!
Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Na, alle wach? Oh, er ist hier noch hinter mir. Er ist genau hinter mir. Was ist das? Na? Oh. Hm? Wie hat denn die Wand rausgenommen? Ach, oh, er schafft Zeiten. So, nee, hier wollte man nicht rein. Hier auch nicht. So, wo ist denn hier so ein Glubschi-Herz? Sag mal. Ah, da vorne läuft er. Er ist schon unheimlich. Wenn man sich die Theorie mal überlegt, irgendwie, du hast eine Maschine, die Cartoon-Charaktere aus, also zum Leben erwecken kann. Ist schon heftig irgendwie. Also da sind ja auch ein paar Sachen bei, wo man denkt so, also das ist ein Charakter, den möchte ich jetzt nicht unbedingt live sehen. Lebensgrüße. Ja. Lass mich los. Ich muss los. Ja, da müssen wir hier. Oh, die kommen immer noch hier hinterher. Mal kicken, ob sie das raffen. Okay, alles klar. Oh, ich würde mir 101 Dalmatiner drucken. Ja, ich möchte mal sagen, so eine Ursula ist jetzt auch nicht so geil. Irgendwie. So. Ich möchte jetzt hier so ein Herz haben. Wo finde ich so ein beknacktes Herz? Ich schweige denn 3 Stück davon. Ich muss 3 Stück davon finden. 3? Was soll denn der Quatsch? Also, die werden hier hinten irgendwo natürlich bei den Brabbelköppen sein, aber das Problem ist, dass ich noch nicht mal eins gefunden habe, was mir eigentlich eher sagt irgendwie, ey, Moment, du hast hier noch irgendetwas nicht aktiviert irgendwie, oder du musst halt noch irgendwas machen. Kusch mich jetzt mit euch ins Bettchen. Das klingt nach einem Plan. Oma, ich liege auch schon im Bette. So, den haben wir aktiviert. Hier haben wir reingekickt und, oh, hallo. Nischt. Hm. 3 Rohre brauchen wir. 3 Rohre. Dann können sie jetzt ja bloß hier drin finden, ne? Irgendwie. Schon mal dran. Nee. Oh, das ist jetzt blöd. Geh weg. Verschwinde. Ah, Mist. Ich klemm fest. I'm free. Warte, kann er auch Türen öffnen? Nee. Ah, schade. Okay, hier war noch ein Kassettenrekorder, aber halt auch kein Herz. Warte mal, jetzt sind 3 von diesen Gegnern. Dann können wir die Gegner irgendwo töten, irgendwie, dass wir die Herzen von denen bekommen. Aber wir haben es zum Töten. So, also ich muss quasi den gleichen Weg wie er da vorne nehmen. Ich lauf ihn einfach hinterher. Okay, er biegt noch da ab.
Okay, das Büro vom Chef hier anscheinend. Okay, ich weiß nicht, wie wichtig dieses Teil ist, Susi. Alice bedeutet mir auch viel. Alle meine Charaktere. Ich werde dir sogar ein kleines Geheimnis anvertrauen. Ich glaube auch, dass meine Charaktere mehr als nur Zeichnungen sind. Sie sind lebendig. Sie sind ein Teil von uns. Und ich möchte, dass die Leute sie genauso gut kennenlernen wie ich. Ich möchte, dass die Leute ihre Hände schütteln können. Einen Nachmittag mit ihnen verbringen können. Sie lieben. Susi, ich werde ehrlich zu dir sein. Ich stelle ein kleines Projekt zusammen. Eine kleine Zeremonie. Wenn es funktioniert, werden viele Träume wahr werden. Ich möchte, dass du ein Teil davon bist. Ich möchte, dass du, Alice, wieder zum Leben erwächst. Was denkst du darüber? What do you say? Ich wiederhole gerne irgendwie. Ich bin jetzt selbst im Chefbüro und habe noch nicht eins von drei dieser Dinger gefunden. Ich find's seltsam. Leck mich, Alter. Leck mich, hier ist eins. Es ist quasi immer hier hinten beim Chef, oder was? Hier muss ich immer hin? Na, gute Nacht, Marie. Also ihn auf jeden Fall, ne? Ja. Hm. Oh Gott, diesen scheiß Weg da hinten fängt doch nie wieder, Alter. Dreimal hinzulaufen, Alter. Oh Mann, wieso? Und das wird wahrscheinlich, das wird jetzt wechseln. Oh. Na, los, komm. Holy moly, ey. Na, das war jetzt hier. Das ist ja eine Geburt. So, schenkt mir Rohr Nummer 1. Da haben wir's. Warum wurde denn das jetzt hier plötzlich so dunkel? Ich muss alle machen. Ich muss erstmal alle finden. Ich muss erstmal alle finden. Kann ich hier nicht irgendwo zwischenspeichern? Ich möchte zwischenspeichern. Halt, wer weg. Ich war hier nicht irgendwo was zum Kartestempeln? Hier vorne um die Ecke, ne? Ja. Watching in. Ich hoffe, dass das tatsächlich jetzt irgendwie Checkpoint war. Nicht. Boah, da sitzen alle drei. So, was Klumpatsch Nummer 1? Was ist mit dem anderen Pack? Ey Leute, drückt bitte die Daumen, dass das jetzt wieder an dem Punkt ist. Ansonsten kotzig. Heulig. Ja, alles klar. Okay.
Verstecken, einfach verstecken. Oh. Sorry, wird jetzt anscheinend, ist jetzt hier so ein bisschen zäh, die Stelle irgendwie, aber ich hoffe, wir haben es gleich. Komm los. Fuck, fuck. Okay. Er ist nah. So, wenn ich jetzt hier in den Spinn steige und das Ding ist weg. Bitte lass es jetzt noch in meiner Hand sein. Bitte lass es noch da sein. Okay, wir brauchen genau eins brauchen wir. Und dann brauchen wir noch ein Chromatrohr. Also halt, ein Bogen. Ein Knie. You better get overtime for this. Okay Leute, ihr wisst, was die Mission ist. Ihr kennt den Weg. Die Frage ist tatsächlich, wann dieser hässliche Klumpatsch hier umdreht. Perfekt. Perfekt. Wir holen es uns. Wir haben es. Und jetzt gehen wir mal einen anderen Weg zurück. Wahrscheinlich werden wir jetzt hier vorne nochmal einen kurzen Kontakt haben. Aber wir können, wenn wir gut sind, können wir ihn einfach umlaufen. Ha! Holy moly! Okay, alles klar. Nice! So. Leute, ich glaube, wir haben's. Speichern. Another day, another dollar. So, und ist die jetzt offen? Ja, sie ist jetzt offen. Pipes and Problems. Such das Gewölbe. Kurz mal ein bisschen. Bisschen Musik für zwischendurch. Bim, bum, 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 bum. Looks like whatever was here was taken long ago. How did you get down here? Kommt irgendwann wieder vorbei. Schön. It pays to carry a rope. You should try it. Look, I know where we have to go, but it's not going to be pleasant. The Ink Demon has something that we need. I'm going after him. You want to go to his lair? Are you crazy? That's death. That's where the trail seems to lead. Well, it's probably close by. Probably through that door. But it won't be easy to open. I'll need three gears, a crowbar, some kind of counterbalance. Oh, noch nicht. Well, that works too. Schön. Ich hätte ihn früher mit bei haben sollen. Good job, Tom. Okay, alles klar. Don't make any noise.
sieht schon krass aus. Und so ein bisschen was von Batman irgendwie, also halt so die Kopfpartie, ne? Also, sehr, sehr abstrakter Batman. Gottes Willen. Habt ihr mit? Dev, alles klar, hier geht's auf zum Tod. I don't see any way around. Nothing to build a raft with. We'll have to wade across. We can't. We're not like you, Henry. If we go in there, well, a drop of water in the ocean is rarely seen again. Then I guess it's all up to me. Okay. And I don't even know what I'm doing here. Also, die wollen quasi wieder zu Tinte werden. I don't even know why this is all happening to me. You're here for a reason, Henry. There's always a reason. Even when you can't understand it. It's time. Set us free. Betritt die Maschine. Arschbombe! They could have at least given me a weapon. Ja, stimmt. So Leute, ich glaube, Finale. Würde ich jetzt mal so tippen. Also. Fühlt sich wie Finale an. Wahrscheinlich wird der Boss jetzt mit mir jetzt hier richtig rasieren, ey. Okay. Ist das ein Thron? Ach du Scheiße, komm mir auf. Gottes Willen. Okay, hey Bendy. Oh, das sind schöne große Hände, Bendy. Okay, lauter Hebel, ich weiß nicht wofür. Ich zieh sie einfach. Ich hab keine Ahnung, wofür die Hebel sind, aber ich zieh sie. Was passiert? Lässt das hier diese die Tintenwesen frei oder was? Oh Gott, oh. Oh, okay. Also ausweichen ist auch nicht tatsächlich. Wenn er dich rammt, war's das. Wo ihr lang rennt, ey. Hinter mir jetzt. Wow. Du bist noch ein Hebel? Da will ich hin. Oh, shit. Ich hab.
Wir wissen noch nicht mal ansatzweise, was diese Hebel jetzt bewirken. Okay, der ist schon unten. Alter, wie viele rennen davon rum? Hier einfach mal gehen. Oh, verstecken. So, mach da, was du willst. So, der da drüben ist auch schon aktiviert. Oh, es sind echt mehrere. Oh, hell no, ey. So, den haben wir aber schon. Tja. So, jetzt sprintet man noch immer hier vorbei, dass ich jetzt wieder hier lang kann. Na los, komm. Dankeschön. Interessant. Ist doch nochmal an den ran oder was? Nee, den hat tatsächlich schon gezogen. Oh, weg. Ist hier noch irgendwo ein Hebel? Wow, Alter. Oh, wow, wow, wow. Kein Hebel, kein Hebel, kein Hebel. Hebel haben wir schon. Oh Mann. Hebel haben wir schon. Oh. Okay. Okay, hier rennt er ja nicht, oder was? Ah, alles klar. Gut, wir sollten also nur die Hebel aktivieren und quasi einen Ausgang wiederfinden. Verstehe. Gut, nächste Stage. Oh nein, Alter, ist so schnell. So, was bewirken denn das Draht, was ich jetzt hier gedreht habe? Kann man es nochmal machen? Nee, kann man nicht. Okay, er muss gegenrennen. Verstehe. Achso, er darf ja mit der Tinte nicht in Berührung kommen, ne, eigentlich. Na los, dann mach mal, mein Dicker. So, ist gut. Ist gut. So, dann schnappt ihr mal den hier. Oh, schnell ist er. Na los, komm. Komm, los, schlag zu. Du willst es doch auch. Weißt du, dass du zuhauen willst. Komm. Ah, jetzt hinter mir, jetzt hinter mir. Sehr schön. Fantastisch. Hast du gut gemacht? Komm, jetzt noch ein Rohr. Los. Los, komm, Wendy. Hol's dir. Na los, komm.
scheint ihn zu schwächen. Defeated. Jawoll! Ach, wir haben nur geschlafen. Was ist das denn? Henry! So soon! Was für eine Mülltonne hier! I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know. You have questions. You always do. The only important question is this. Who are we, Henry? I thought I knew who I was. But the success starved me. Nothing left but lines on a page. In the end, we followed two different roads of our own making. You, a lovely family. Me, a crooked empire. And my road burned. I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend. Pushing me to do the right thing. You should have pushed a little harder. Interessant, dass sie ihn den gleichen Bart ihn haben, wie Disney ihn hatte. Come visit the old workshop. There's something I need to show you. Oh, das sieht nicht so schön. Ah, verdammt. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Und das beginnt von vorne. Wow, und das war Bandy and the Ink Machine. Holy moly! Ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt. Oh Mann. Also ey, boah, Mann, ich muss mal wirklich sagen, ich hab tatsächlich, wo das angefangen hat, buggy zu werden, das Game, halt gedacht so, ey, nein, das war's jetzt, scheiße. Ich komm hier nicht durch. Und dann das letzte Ding jetzt tatsächlich mit diesen Herzen. Da dachte ich auch so, fuck man, das war's. Aber wir haben's geschafft. Leute, wir haben's geschafft, wir haben's geschafft. Oh, Post-Credit-Scene. Ist dein Ass so krass viele Parallelen zu Disney, ne? Congratulations to your success. You're the best, pal. Henry Stein. Tja, Leute, wenn es euch gefallen hat, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns doch bitte in den Kommentaren wissen. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach oben dafür das Video. Und wir würden uns natürlich sehr über ein Abo freuen. Ansonsten. Hoffentlich sehen wir uns zum nächsten Projekt wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.